Hallo meine lieben Hobbyleuts. Ja, hier ist der Balduin und ja, ich melde mich für dieses Jahr das letzte Mal bei euch. Ja, ich wollte euch ganz liebe Weihnachtswünsche wünschen und am allermeisten wünsche ich jedem Einzelnen von euch Gesundheit. Weil das meiner Meinung nach der Quell allen Glücks ist. Weil wenn man gesund ist und munter ist, ergibt sich eigentlich das Glück von selber. Das ist so eine Weisheit, die ich jedem von euch mitgeben möchte. Ja, über was möchte ich jetzt hier im Vorfeld noch mit euch sprechen? In der ersten Linie möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die im Tabletop-Weltforum und hier auf YouTube meine Videos schauen, kommentieren, sich über das Gebabbel darüber diskutieren und sich einfach darüber freuen, was der Balduin hier so für euch macht. Ja, ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bedanken beim werten Space Source. Der macht ganz viel mit Warhammer Total War. Es ist ein, ich sag's mal so, ein sehr verwegener Kerl, der in diesem Universum unterwegs ist und von ihm stammen viele von diesen Clips, die ich für die ganzen kommenden Beiträge da gemacht habe, und zwar von den Zwergen, von den Hochelfen. Es sind da ganz viele schöne kleine Clips, die er für mich da herausholt. Also die Atmosphäre von Warhammer aus Total War herauszuholen, da ist er mein Kundschafter. Also, alter Space Force, hier mal ganz liebe Grüße und vielen Dank. Ja, und natürlich an den werten C9 Aber, der ganz toll Figuren malt, an den werten Florian, an den werten Jan aus dem Tabletop-Weltforum, an euch alle, die ihr da draußen seid, ja, an den Saranor, an... Ihr seid so viele, ich kann mir die nicht alle merken. Also von daher möchte ich einfach, dass ihr wisst, dass der Balduin sich bei euch allen bedankt. Ja, Weihnachten steht jetzt vor der Tür und ich werde jetzt auch diese Zeit nutzen, um mal Ruhe und Besinnlichkeit reinzukriegen. Ich hoffe mal, dass euch meine Beiträge gefallen. Ich habe aus dem Zwergen-Armee-Hörbuch die selbstgeschriebene Zwergengeschichte herausgeholt. Ich habe eine Gotrek- und Felix-Geschichte vorgetragen. Es gibt ein Spielchen zu sehen mit meinen Hochelfen, angeführt von Arultan gegen die Vampirfürsten. Und ganz am Ende dieser Sendung hier erwartet euch noch eine kleine Überraschung. So. Das war's jetzt auch schon. Ich wollte gar nicht mehr viel erzählen. Ich würde sagen, los geht's mit dem Maltisch, mit dem letzten Maltisch über mir dieses Jahr. Und bleibt mir alle gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Einen guten Rutsch in das neue Jahr wünsche ich allen. Und wann es das nächste Maltisch über mir gibt, keine Ahnung. Weil ab nächstes Jahr ist es ja wieder das unregelmäßig erscheinende Hobby-Magazin. Genau. Ich habe jetzt jeden Sonntag im Dezember einen Maltisch-Vlog abgeliefert. Und das ist schon mal eine gute Leistung. Also, ihr Lieben, ganz zum Schluss möchte ich noch den Exil grüßen, der mir immer als technischen Support hier mein lieber Exe, vielen, vielen Dank nochmal. Ein Gruß an die Süße. Auf bald, liebe Hobbyleuts. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Jetzt viel Spaß mit dem Maltisch. Mal- und Bastelsachen raus und los geht's. Haha! Vermaledeit! Das Licht geht ja schon wieder nicht. Schon wieder muss ich den Hammer schmeißen.
Hobbywelt, ich komme! Hallo liebe Hobbyleuts, mal was in Sachen raus. Heute die Folge Nummer 1. Das Grab von Karagwarn. Kapitel 1. Das graue Gebirge. In der großen Methalle von Karagnorn. Im Herbst des Jahres 2543. Nach Sigmar Geburt. Also heute. Die Zwerge von Karagnorn saßen zusammen in der großen Methalle an massiven Holztischen, auf einfachen Stühlen und Bänken. Die massiven Steinplatten, die in den Boden eingelassen waren, gaben jedem Zwerg das sichere Gefühl, auf hartem Fels zu stehen. Es roch nach Bier und gebratenem Fleisch. Die stabilen Waffenständer quollen über von abgelegten Äxten, Hämmern, Schilden, Helmen und Kettenhemden. Die einfache Kleidung der Zwerge hob die Ränge auf. Ein Zwergentischler saß neben einem Maschinisten einer Kanone. Ein wehrhafter Tain saß neben einem verstaubten, nicht weniger starken Erzbuddler. Auch vielleicht der Geruch unterschied manchen Zwerg vom anderen. Aber zum Glück, werter Zuhörer, kommt es beim Lauschen einer Geschichte nicht auf die Nase an. Ja, aber verzeiht, ich schweife ab. Ja. Die unterschiedlichen Berufe, die die Zwerge außerhalb von Kriegen und Kämpfen hatten, schweißten sie zusammen. Hier in der Methalle waren sie alle auf Augenhöhe. Seitdem sie alle gemeinsam durch viele Schlachten gegangen waren und beinahe ausweglose Kämpfe bestanden hatten. Sicher, ab und zu kam es zu einer handfesten Rauferei, weil man sich darüber stritt, wer wie viel Grobis getötet hatte oder über die Beschaffenheit von Erz im Verhältnis von Hammerschlägen und der richtigen Temperatur. Das konnte einen Davi durchaus aus der Fassung bringen. Aber es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass alles, was in der Methalle passierte, auch in der Methalle blieb. Derbe Witze über Elfen und Grünhäute sorgten stets für heiteres Lachen und herzhaftes Zuprosten. Donnerndes Gelächter hallte von den Wänden, als einer der Davi eine lustige Geschichte beendet hatte. Daraufhin hielten sich alle die Bäuche und der ein oder andere wischte sich eine Träne der fröhlichen Heiterkeit von der Wange. Na, einen habe ich noch, polterte Bronn, ein gestählter Tain. Sein Bart und die kleinen Schmuckgemmen, die darin eingewebt waren, klangen sehr hell, wenn er sich vor Lachen schüttelte. Jetzt legte er an, einen weiteren Witz zu erzählen. Sofort beugten sich alle anderen nach vorn. Über ihre Met- und Bierkrüge gebeugt, lauschten sie gebannt. Im Krieg der Vergeltung war das, den unsere und eure Vorfahren gegen die spitzohrigen Elgi gewonnen hatten, nicht wahr? Er trank einen kräftigen Schluck aus seinem Humpen und wischte sich danach mit dem Ärmel den Schaum und die Malzbröckchen aus dem Bart. Eines Tages kam ein gewaltiges Elgi her des Weges. Als der Anführer der Spitzohren an einem Gebüsch vorbeikam, hörte er eine Zwergenstimme aus dem dichten Astwerk. Einer der zuhörenden Zwerge prustete plötzlich los und die Schaumkrone flog in vielen Flusen über den Tisch vor ihm. Mit einem unterdrückten Lachen warf er ein. Den kenne ich. Und schlug dem Zwerg neben sich mit einem breiten Grinsen und Augenzwinkern auf die Schulter. Bronn schaute auf und musste selbst grinsen, da ihn der Ausgang dieser kleinen Geschichte selber im Zwerchfell kitzelte. Die Stimme rief dem Elgi zu. Hey, Spitzohr, schickt mir euren besten Krieger. Dann dürft ihr durch diesen Wald. Daraufhin sprang der beste Krieger in das Gebüsch,
Ein Krachen, ein Klirren, ein Schrei und dann Stille. Die Augen des Teins blitzten vor angespannter Freude auf. Außer dem Knistern der Kamine hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Wie gebannt und allesamt mit breitem Grinsen hingen sie an den Lippen des Teins. Dann wieder die Zwergenstimme, erzählte er weiter. Was? Das war euer bester Krieger? Das war ein Weichbrötchen und nicht besser als ein alter, kranker Grobi. Die umstehenden Zwerge pressten ihr Lachen zusammen, da der Tein gebot, dass es weiterging. Ja, na gut, schickt mir euer bestes Regiment und wenn ihr mich besiegt, dürft ihr diesen Wald passieren. Der Elgi-Anführer befahl seinen Schwertmeistern anzugreifen, die sich allesamt in das Gebüsch warfen. Man hörte Waffen klirren, Schreie und krachendes Holz und dann Stille. Wieder hörte man den Zwerg. Da lache ich ja. Die waren ja leichter zu besiegen als eine Gruppe Snottlinge. Komm schon, Elgi, schick mir doch deine halbe Armee. Vielleicht bezwingt ihr mich ja dann. Daraufhin zog der Elfenanführer sein Schwert und stürzte sich siegessicher mit der Hälfte seiner Krieger in das Gebüsch. Viele Augenblicke des Kampfes waren zu hören. Und dann Stille. Bronn schaute in die zum Zerreißen gespannten Gesichter von über 3 Dutzend Zwerge, die vom Schein des Kamins angeleuchtet wurden. Dann fuhr er fort. Plötzlich stürzte der Elfenanführer völlig zerzaust aus dem Gebüsch und rief dem Rest seiner Armee ängstlich zu. Es ist eine Falle! Es sind 2 Zwerge! Donnerndes Lachen erfüllte mit einem Mal die riesige Halle. Und man hatte das Gefühl, die gute alte Zeit wäre wieder da. Unterdessen, etwa 1 Dutzend großer Raben flog über die schneebedeckten Bergspitzen der Wehrstadt Karagvarn. Hinter ihnen ging die Sonne auf. Der Eingang zu der, im Gegensatz zu vielen anderen Wehrstätten der Zwerge, eher kleinen Festung, wurden von 2 grimmig dreinblickenden Statuen bewacht. Die Wehrstadt war vor vielen Jahren mit blutendem Herzen der Davi aufgegeben worden. Dort stand nun alles unter Wasser. Eine Rückeroberung beinahe aussichtslos. Eine schmale, gemauerte Brücke führte über einen sehr tiefen Graben zu einem massiven Steintor. Ein Rabe setzte sich keck auf den Kopf einer der kunstvoll aus dem Berg gemeißelten Figur der Davi. Der Schnee verlieh dem Ganzen einen freundlichen Anblick. Die Sonne schob sich über die Bergspitzen und ließ jede gefallene Schneeflocke, die sich wie Puderzucker über alles gelegt hatte, wie 1000 kleine Diamanten funkeln. Es war einer der wenigen Momente, in denen die von Kampf und Krieg zerrüttete alte Welt einen friedlichen Anblick bot. Die kleine Gruppe der Davi, die sich kampfbereit und vorsichtig über die erste Hügelkuppe bewegte, wurde spöttisch vom Gekrächze der davonfliegenden Raben begrüßt. Anskutz, warte! Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Lass uns ein wenig abwarten und beobachten. Die ruhige Stimme seines Freundes Agrun klang blechern unter dessen Helm. Grimmig überlegte Anskutz. Seine Grolläxte waren im Schutze der Nacht durch die verborgenen Tunnel unter der Erde an der gewaltigen Ork-Horde vorbeigeschlichen. Agrun hatte recht. Sein Ziel, die Brücke der alten Zwergenstadt Karagvarn jetzt zu passieren, war viel zu gewagt. Sollten die Grobi diesen Vorstoß zu früh bemerken, würden die Zwergenkrieger sehr schnell eingekesselt und von den massenhaften Goblins Zwerg für Zwerg getötet werden. Hier war kein Durchkommen. Noch während Anskutz darüber nachdachte, was er als nächstes tun würde, erschien vor seinem geistigen Auge noch einmal die Versammlung der Klane, die
aus Karakwaren stammten, die vor so vielen Generationen ihre geliebte Heimat aufgeben mussten. Wasser in allen Stollen und überall gewaltige Horden der Grobi. Der Rat hatte vor einem Jahr dazu beigetragen, dass nach einem Plan einiger weniger Teine Karakwaren zurückerobert werden sollte. Missmutig hatten die meisten der Davi dagegen gestimmt. Dreimal erfolglos hatten die Vorväter mit aller Kraft es versucht. Vergeblich. Zu groß war die Angst, weitere Söhne der Berge sinnlos zu verlieren. Vor einem Jahr hatte Anskutz seinem alten sterbenden Vater geschworen, die Axt seines Großvaters aus Karakwaren zu bergen. Anskuts Familie waren Krieger und stammten eigentlich aus Karak-8-Gipfel. Doch seit einigen Generationen waren sie Teil Karak-Norns geworden. Noch immer brannte der Wunsch in seiner Familie, eines Tages zurück zum Silberpfeiler zu kommen. Als sie vor 2 Jahren hörten, dass König Billegar es geschafft hatte, die oberen Bereiche der Wehrstadt zu erobern und zu halten, wollten sie sofort die lange und gefahrvolle Reise unternehmen, um sich Bellegars Armee anzuschließen. Grimmig zu kämpfen für ihre alte Heimat. Anskutz war ein Veteran. Er hatte bereits viele Schlachten erlebt, so wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Wenn Anskuts Familie nicht ihren stärksten und besten Davi in den Krieg schickten, waren sie sehr geschickte Steinmetze. Wenn sich die Heerbanne der Könige und Teine versammelten, lag es an den einfachen Clanfamilien eines Karaks, dass die Stärksten und Besten sich dem Ruf ihres Anführers anschlossen. Einmal im Jahr mussten alle kampffähigen Davi an mehrtägigen Kampfübungen teilnehmen, damit jeder Zwergenkrieger seinen Platz in der Schlacht kannte. Formationen, Schildwall und das Erkennen von Horn- oder Trommelsignalen während des Kampflärms. Im Alltag der Davi war es völlig normal, dass die jungen Bartlinge, wenn sie in ein wehrfähiges Alter kamen, von ihren Vätern oder Onkeln das Kämpfen beigebracht bekamen. Wir sprechen hier von den ganz einfachen Davi, den Handwerkern, Bauern und einfachen Kaufleuten. So war es stets Brauch, dass jeder Zwerg die Waffe und Rüstung seines Vaters erbte. Wenn diese wichtigen Erbstücke verloren gingen, wurden nicht gleich neu geschmiedet. Nein, es war die Aufgabe eines Davi, in einem Jahr seiner Bestimmung nach danach zu suchen. Der Tain der Wehrstadt persönlich gab dafür die Erlaubnis. Und Anskuts Blutfaust hatte die Erlaubnis. Und so zog er los. Nach Karakwaren. Die Axt seiner Vorväter zu holen. Anskuts Erinnerungen. Der Abend brach an und die Grolläxte machten sich fertig zum Schlafen. Ein wärmendes Feuer hätte die Urk und Grobi angelockt, wie der Dung eines stinkenden Flusstrolls die Fliegen. Die Sicherheit gebot, dass 4 der Davi sich über die Nacht hin mit der Wache untereinander ablösten. Es war sicherer, die Grünhäute erst einmal aus diesem Versteck heraus zu beobachten und geheim zu halten, dass hier entschlossene und mutige Davi waren. Anskuts Plan war, eine kleine geheime Nebentür zu finden, die dämlichen Urk oder Grobi bestimmt noch nicht entdeckt hatten. Diese zu finden und durch sie in die Wehrstadt Karakwaren einzudringen. Von dort aus sich durch die Wege, Tunnel und unterirdischen Straßen zu schleichen und dann hoffentlich irgendwann und irgendwo das Grabmal seines Großvaters zu finden und Az-Durak an sich zu nehmen. Die Erinnerungen an seinen Großvater und diese legendäre Waffe waren ihm so klar in Erinnerung geblieben, als ob er sich erst vor ein paar Tagen von ihm verabschiedet hätte. Sein Ahnvater, wie Zwerge gerne die Väter ihrer Väter nennen, hatte eine tiefe, ruhige Stimme,
die für Anskutz als junger Bartling, der gerade mal eine Atz mit beiden Händen festhalten konnte, auf ihn stets Inspiration und das sichere Gefühl, einen mächtigen Beschützer zu haben, hervorrief. Blitzende blaue Augen, ein gutmütiges, breites, bärtiges Lächeln und ein Lachen, das so herzhaft und ansteckend war, dass man einfach nur mitlachen oder sich sehr für ihn freuen konnte. Neben seinem Vater natürlich, der ihm im Nichts nachstand. Und irgendwie hatte Anskutz an sich bemerkt, dass er ebenfalls solche Anlagen in sich hatte, wenn es ihm prächtig erging. Sehr stolz war Anskutz, als er von seinem Ahnvater erfuhr, dass sein Ururgroßvater Laurin der Steinmetz mit dabei gewesen war, als versucht wurde, Karak-Warn zurückzuerobern. Jedoch leider vergeblich, aber nicht weniger trotzig. Ein Umgi, also ein Mensch und Weggefährte seines Großvaters, dessen Name war Friedrich Haffel, ehemaliger Kartograf des Kurfürsten von Reichland. Dieser hatte sich durch jahrelange Freundschaft mit den Davi und seiner Familie die Erlaubnis vom Tain geholt, eine Karte von Karak-Warn anzufertigen. Mit zwergischer Hilfe, versteht sich. Diese Karte wanderte über seinen Großvater zu seinem Vater und schließlich zu ihm, Anskutz, Sohn des Brav, dem Steinmetz von Karak-Norn. Mit eben dieser Karte sah Anskutz die Möglichkeit, das Grabmal zu finden. Als sein Vater vor einem Jahr die Augen für immer schloss, brannte in ihm dieser Wunsch, die Axt seiner Ahnväter endlich wieder in den Kreis der Familie zurückzubringen. Vor einigen Wochen entschloss sich Anskutz, im Familien- und Gildenältestenrat darum zu bitten, aufzubrechen und das Erbstück heimzuholen. Nur mit Freiwilligen der Steinmetz-Gilde natürlich. Seine Frau Arla, Tochter des Erzbuddlers Fraduk, und Anskutz drei Kinder verabschiedeten sich, wie es einer Zwergenfamilie der Steinmetz-Gilde sich geziemte. Sein Sohn, sein Ältester, Mabruk, würde jetzt der Mann im Hause Anskutz sein, bis er zurückkehren würde. Er wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte. Sollte es doch einmal schwierig werden für Arla, so konnte sie sich jederzeit an Anskuts Bruder Hork wenden. Sein schroffer und wortkarger Bruder war mit Leib und Seele ein Erzbuddler. Sein Wort würde Gesetz sein. So war das eben bei den Davi. Der grimmige Onkel hatte immer das letzte Wort. Nun war er hier, mit 34 der besten Davi seiner Zunft. Ja, sie waren eher Steinmetze als Krieger, aber sie waren eben aus derselben Zunft und man kannte sich gut untereinander. Das war der Mörtel, aus dem die Zwerge ihre Gemeinschaft aufbauten. Ein Banner wurde erschaffen und der mutigste von allen war Agrun. Er durfte es tragen. Dann war Anskutz als Veteran der Mittelpunkt dieser Gemeinschaft. Und schließlich einer der besten Trommler der Steinmetz-Gilde, Bulwai. Er wurde mit dem Zusammenhalt aller betraut. Sollten Zwerge in den Bergen für immer zurückbleiben, so war es seine Aufgabe, an ihre Namen und Taten zu erinnern und den Angehörigen die Botschaft vom Tod des Davi zu erzählen. Den Marschtakt zu bestimmen, und natürlich die bereits als junge Bartlinge erlernten Formationen der Davi als Trommelsignal. Schildwall, Formationsänderung, vorwärts, rückwärts, zum Angriff, anhalten und so weiter. Die Grolläxte hatten sich auf der Hügelkette gegenüber Karak-Warn, etwa eine Wegstunde vom Tor entfernt, in ihre dicken Wollmäntel gehüllt. Sie alle lagen in einer langen Reihe hinter den schützenden Felsen. Ihre Schilde nahmen sie als Unterlage, damit sie nicht auf dem eiskalten Boden schlafen mussten. Die Helme unter der Kapuze dienten als Kopfkissen.
Anskutz hielt die erste Wache, wie es sich für einen Veteranen geziemte. Er musste für alle seiner Gefolgschaft ein Vorbild sein, sie anführen und inspirieren. Er ertappte sich, wie er wieder an zu Hause dachte. Die riesige Halle in Karak Norn, mit ihren hohen und sich überkreuzenden Gängen und Treppen, war erfüllt mit geschäftigem Treiben. Hier wohnten sie, die Davi. Mächtige und mit Helden verzierte Steinsäulen stützten die Decke der Wehrstadt. Viele Wagen, angefüllt mit Getreide, Wolle und Holz, kamen aus dem Imperium. Dafür verließen Wagen mit zwergengefertigten Werkzeugen, gewebte Stoffbahnen und mannigfaltige Apparaturen für die Technikusakademie in Altdorf. Anskutz knurrte. Wegen dem nahen Feind, wegen diesen hinterhältigen und gerissenen Kreaturen, würde er sich jetzt leider kein Pfeifchen anzünden. Er hasste die Grünhäute einfach abgrundtief. Die Grobi würden den Tabak meilenweit riechen. Wieder schaute er hinüber zur Wehrstadt. Nichts regte sich dort. Aber genau das war es, was ihn so misstrauisch machte. Morgen würde er einen Versuch wagen und mit seinen Grolläxten dem verwucherten Pfad folgen und versuchen, den geheimen Eingang zu finden. Das Grab von Karak Varn. Grobi! Der Ruf des Zwerges kam nicht überraschend. Die Davi hatten um das kleine Tor an der Rückseite des Berges ihre Position bezogen. Anskutz und seine Grolläxte hatten am frühen Morgen den Weg durch das Tal genommen. Ein alter Schmugglerweg, der noch aus der Zeit der Ahnengötter stammen musste. Umsichtig und beinahe lautlos hatten sich die Zwerge dem Hintereingang von Karak Varn genähert. Doch dann waren es die stinkenden Grobi gewesen, die ausgemergelt und völlig irre vor Durst und Hunger die verhassten Söhne der Berge angriffen. Vermutlich hatten sie sich ohne Zwischenfall hierher schleichen können, doch einer der Grobi hatte vermutlich beim Herumlümmeln ein paar kleine Steine den glatten Fels heruntergetreten. Daraufhin fiel einer der handgroßen Brocken auf den Helm einer seiner Krieger. Das helle Scheppern ließ die kleinen Fieslinge hellhörig werden und sie schwärmten zackernd und krakeelend umher, um die Ursache des Geräusches herauszufinden. Der schmale Pfad war oben vom breiten Felsen, der sich bis vor die kleine, verzierte und überwucherte Steintür zog, nicht sichtbar. Natürlich aussehende Bearbeitung der umherliegenden Findlinge verbargen den Hohlweg, der unterhalb der Tür bis zu einer Treppe führte. Dort war der Eingang erst zu sehen, wenn man direkt davor stand. Eine meisterliche Steinmetzarbeit, dachte sich Anskutz. Einigen seiner Kameraden sah er an, dass sie zwischen Wut und Trotz haderten, aber auch eine gewisse Unsicherheit in ihren Augen war zu erkennen. Sie hatten alle ihre Heimat noch nie verlassen und hofften darauf, dieses Abenteuer heil zu bestehen. Mochte sein, dass sie alle nur einfache Handwerker in Kampfausrüstung ihrer Ahnväter waren, doch sie alle waren beherzt und stur. Sie würden treu an Anskurts Blutfausts Seite stehen, egal was da kommen würde. Eine weitere Gruppe der kleinen Kobolde kam jetzt über den breiten und glatten Felsen auf sie zu. Vorsichtiger als die erste Welle und wilder Haufen, der jetzt verstreut, sterbend oder tot vor dem Schildwall der Zwerge lag. Auch waren es diesmal doppelt so viele. Die sind irgendwie schmächtig und schwach. Scheint so, als ob diese Grobi hier schon lange herumlungern, brummte Anskutz zu seinen angespannt stillen Kameraden. Wartet auf mein Zeichen, dann überraschen wir sie und greifen an. Damit rechnen sie nicht. Zustimmendes Knurren zeigte dem Veteran, dass alle seinen Plan verstanden hatten.
Lasst mir einen am Leben. Vielleicht erfahren wir etwas. Ungläubig drehte Agrun seinen Kopf zu ihm um. Noch bevor der Standartenträger seine Frage stellen konnte, antwortete Anskutz: Vertrau mir, alter Freund. Ich weiß, was ich tue. Als ich damals mit Umgi Morgan Bernhard gegen die Grünhäute kämpfte, lernte ich ihn nicht nur kennen, sondern ich lernte von ihm, wie man Strategien anwendet, um mehr über seinen Feind zu erfahren. Die Goblins drängten sich jetzt dichter zusammen und machten sich bereit anzugreifen. Bei Azturak! Angriff! Brüllte Anskutz unter seinem Helm heraus. Seine Grolläxte stürmten nach vorne, schlugen, hackten und stießen auf den völlig überraschten Feind ein. Der Kampf dauerte nur kurz, dann war er auch schon vorbei. Die Goblins, die jetzt flohen, fanden sich zwischen einem felsigen Abgrund und den zornigen Zwergen wieder. Die Davi machten kurzen Prozess und schließlich zappelte ein gefangener Goblin im festen Griff von 4 Zwergenkriegern, deren Hände wie Schraubstöcke die Kreatur festhielten. Anskutz sprach mit dem Goblin ein paar Worte. Was macht ihr denn hier? Weder Wasser, Beute noch Nahrung ist hier für euch zu finden, meckrige Kreatur. Rede, und ich erleichtere deinen Abgang, stinkender Grobi. Knurrte Anskutz. Der Goblin riss panisch die Augen auf. Rattenviecher haben vor vielen Monaten uns gut Zwickerspeere aus den Stumpenzöllen vertrieben. Das ist nicht unser... Matsch. Die Grollaxt von Anskutz trennte sauber den hässlichen Kopf vom Rumpf des Goblins. Mit einem dämlichen, überraschten Gesichtsausdruck flog der Kopf davon. Und dann warfen die Zwerge den Kadaver ebenfalls in die Schlucht. Anskutz wischte seine Waffe am Umhang eines toten Goblins ab. »Verdammte Skaven«, grollte er. »Was machen wir jetzt, Anskutz?« Die Frage des Standartenträgers kam zurecht. Wenn die Grünhäute samt und sonders aus dem Karak vertrieben worden waren, so müssten die Skaven zu Hunderten in der alten Wehrstadt hausen. »Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen früh werden wir ausgeruht durch diese Tür hier gehen. Alles Weitere werden wir dann sehen. Den Schlüssel, den ich dabei habe, wird uns den Eingang öffnen«, schloss Anskutz. Bei Anbruch des nächsten Tages zog Nebel auf. Hunderte kleiner Eiskristalle hatten sich auf Anskuts Umhang gelegt. Die Umhänge der Steinmetzgilden hatten etwas, das die meisten anderen Davi nicht hatten. Sorgfältig mit dem Fett von Bockloks, das sind widderartige Tiere der Berge, die die Größe von Pferden erreichen können, eingerieben, boten diese so behandelten Umhänge einen Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte. Nun gut, der Geruch war zweitrangig, aber nachdem jeder Umhang über rauchigem Feuer den ziegenhaften Geruch übertüncht hatte, waren es exzellente und wichtige Bestandteile eines jeden Davi aus der Steinmetzgilde. Als Kenner von Fels und Stein musste man manchmal monatelang in Kälte und Nässe verbringen. Darum traf man selten einen Zwerg der Gilde ohne seinen Umhang an, wenn er auf Reisen ging. Agrun weckte seinen Anführer, der wieder in seine Erinnerungen vertieft am Abend zuvor Wache gehalten hatte und jetzt nach wenigen Stunden Schlaf wieder die Augen öffnete. Die Grolläxte machten sich bereit. Zum Glück waren keine Toten bei den Zwergen zu beklagen. Ein paar Kratzer und Beulen, mehr jedoch nicht. Anskuts Knochen knackten, als er sich streckte. Ihm war klar, dass er erstmal einen guten Schluck Buckmanns brauchte. Dann würden sie hineingehen, nach Karak Varn. Unterdessen in Karak Norn. Bronn
saß allein in der großen Methalle. Es war still. Nur das Knistern der riesigen Holzscheite war zu hören. Alle Davi waren bereits nach Hause gegangen. Zwergenwirtin Brunhild wischte die Tische ab und räumte auf. Die junge Zwergenfrau wurde vom Zwergentein nicht beachtet. Ihre stramm zusammengebundenen blonden Zöpfe hingen während ihrer schweren Arbeit über ihren kraftvollen, nackten Schultern. Eine aschgraue Bluse, ein ledernes Mieder, ein robuster, dunkelroter Rock schloss ihr Erscheinungsbild ab. Ihre stämmigen Füße steckten in breiten Lederstulpenstiefeln. Ihr Gesicht war für eine Zwergin eher gutmütig als hübsch. Ihre Stirn glänzte, als sie den Steinboden schrubbte, auf dem jeden Abend die Davi aller Stände und Klassen feierten, rauften und Bier verschütteten. Die weite große Halle war angefüllt mit einer wohligen Ruhe und tiefer, fast spürbarer Stille. Jeder Mensch, wie du und ich, erträumten sich einen solchen Ort und einen Moment. Bronn war tief in Gedanken. Sie hatten Anskurz Blutfausts Grolläxte nach Karagwan geschickt. Sie hatten alle Davi, die ihn begleiteten, darauf eingeschworen, wieder heil und gesund zurückzukommen. Plötzlich bemerkte der Tain etwas. Ein bläuliches Glühen in seinem Rücken. Es überstrahlte den Feuerschein. Langsam drehte er sich um. In keinem Moment hatte er das Gefühl von Gefahr. Dazu war er Krieger durch und durch. Als würde blau leuchtende Runenkraft auf eine Wasseroberfläche zurückgeworfen. Bronn rieb sich die Augen. Dann blickte er in seinen Humpen. Der war leer. Das, was er da sah, das konnte doch nur ein Traum sein. Anskutz führte seine Grolläxte durch die sich öffnende Steintür. Der silberne Schlüssel, den der Veteran Augenblicke zuvor in die verborgene Vertiefung geschoben hatte, drehte sich wie von selbst. Ein bläuliches Glühen ging kurz von dem meisterlich behauenen Steinwerk aus. Dann glitt die Pforte nach Karagwan auf. Der lange Gang, den sie jetzt hintereinander immer weiter in die Tiefe gingen, war exakt für Zwergenverhältnisse gemacht worden. Sollte einem Feind wiedererwartend der Durchbruch gelingen, so konnten wenige Davi diesen Teil sehr leicht gegen eine Übermacht verteidigen. Leise gab Anskutz seinen Davi ein Zeichen, sich langsamer und leiser zu bewegen. Zwerge sehen im Dunkeln der Berge besser als jeder Umgi, also Mensch. Doch die widerwärtigen Nager standen in dieser Sache den Zwergen in nichts nach. Schlimmer noch, diese Biester hatten die Verschlagenheit auf ihrer Seite, die Zwerge hingegen die Erfahrung und den Trotz. Seit Jahrhunderten dauerte dieser Krieg nun schon an. Die Zwerge hatte dieser Kampf verbissener, die Skaven nur noch entschlossener gemacht. Anskutz hielt an. Sofort kamen auch die Grolläxte zum Stehen. Er lauschte in die Tiefe. Ein leichter Luftzug sog in die Richtung, in die sie gingen. Agrun, der direkt hinter dem Veteran stand, kniff die Augen zusammen und war für einen winzigen Moment davon überzeugt, dass er etwas hatte huschen sehen. Weit vor ihnen. Ein schmales Rinnsal floss in der Mitte des Pfades in die Finsternis. Überall tropfte Wasser von den Wänden. Man hatte das Gefühl, dass der Felsen schwitzen würde. Es war kalt und ungemütlich. Bulwai, der sonst immer, wie auch die meisten der Zwerge, eher stumm und entschlossen ihrem Anführer folgten, er als Trommler verwies Anskutz, ohne auch nur ein Wort zu sagen, dass bald eine Gabelung des Weges kam.
Lautlos verständigten sich die Zwerge mit Zeichensprache. Die Davi folgten Anskutz jetzt seit einiger Zeit. An der Gabelung gingen sie nach links, dann eine breite Wendeltreppe mit sehr flachen Stufen nach unten. An manchen Stellen hingen immer noch ewig leuchtende Fackeln in den Nischen. Beinahe lautlos bewegte sich die Zwergenschar immer weiter nach unten. Überquerte Bogenbrücken von mehreren hundert Metern Länge und Höhe, Treppen, Säulen und gigantischen Statuen sah man im fahlen Licht der alten Feuerbecken. Überall, wenn sie über weite Plätze liefen, sahen sie Berge aus Knochen, Kampfspuren und alle Anzeichen dafür, dass hier eine gewaltige Schlacht stattgefunden haben musste. Allerdings schon viele Jahrzehnte her. Es roch modrig und muffig wie in einem Grab. Manchmal entdeckten einige Zwerge Spuren von gewaltigen Explosionen oder großer Hitze, die an manchen Stellen den Felsen in Lava verwandelt hatte, die dann sofort wieder erkaltete. Unsere Davi bewegten sich immer vorsichtiger. Das Gefühl, von rotglühenden Augen beobachtet zu werden, ließ allen Zwergen die Nackenhaare aufstehen. Kein Zeichen von Angst, nein, allerhöchste Anspannung. Dann, als sie vor einem Treppenabsatz standen, der sich teilte und in der einen Richtung nach oben, in der anderen nach unten ging, hielt Anskutz an. Sie waren am Ziel. Anskutz, wir können hier nicht bleiben, flüsterte Bulwei so leise, dass nur der Veteran es hörte. Der Weg nach unten war eine breite Steintreppe, die mit einem Torbogen verbunden, rechts und links von zwei grimmigen Zwergenkriegerstatuen bewacht wurde. Diese Stufen führen zu dem Mausoleum der einfachen Klane. Aber was ist das? Aschkrakoi! Verdammt nochmal! Agrun presste die Luft zwischen seinen Zähnen hindurch. Jetzt sahen es auch die anderen Zwerge. Kristallklares Wasser spiegelte die Kohlepfannen wider. So glatt und unbewegt waren sie. Hier war kein Durchkommen. Ausgerechnet so kurz vor dem Ziel. Anskutz überlegte fieberhaft. Er spürte die wachsende Nervosität seiner Kameraden. Sollten sie den weiten Weg hierher umsonst gemacht haben? Die Legenden waren also wahr. Der gesamte untere Zweidrittelteil von Karagwarn war unter Wasser. Die Davi sprachen flüsternd zueinander. Wie es aussah, waren einige nicht länger bereit mitzumachen. Umsonst hatten sie diese lange Reise unternommen, für nichts und wieder nichts. Der Frust und der Groll waren so greifbar in der Luft, dass Anskutz jetzt sofort ein Machtwort sprechen musste, um den Zusammenhalt seiner Grolläxte wieder auf Kurs zu bringen. Davi! Anskuts Blutfauststimme zerschnitt alle Gespräche und sofort hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mir wird eine Möglichkeit einfallen. Wir sind nur noch wenige Schritte von unserem Ziel entfernt. Aufgeben werden wir nicht! Um seinen knurrigen Worten Nachdruck zu verleihen, schlug er sich so fest mit der kraftvollen Faust auf die Brust. So fest, dass seine Haut an den Gelenken plötzlich blutete. Daraufhin reckte er diese blutende Faust über seinen Kopf und blickte alle Davi der Reihe nach an. Ich schwöre euch, dass wir nicht versagen werden. Ich, Anskutz Blutfaust, werde nicht ruhen, bis die Azdurak meines Ahnvaters in meinen Händen ist. Das Grab von Karagwarn. Ehrfürchtig hatten alle Zwerge nun verstanden, was es hieß, unter der Führung von Anskutz Blutfausts Grollexten zu sein. Nicht ohne Grund hatte ihr Veteran diesen Ruf,
die Blutfaust. Er leistete einen Schwur mit Blut, sein Ziel zu erreichen. Anskutz entschied, dass sie auf der letzten Ebene über dem Ahnenväter-Ruhestätten einen Weg finden werden. Mit neuem Mut gingen die Davi jetzt entschlossen ein Treppenstockwerk nach oben. Die Karte seines Ahnenvaters führte sie alle. Schließlich konnte Anskutz sein Glück nicht fassen. Seine Kameraden bemerkten, wie ihr Veteran seine Schritte schneller werden ließ. Nachdem sie ein offenstehendes Tor passiert hatten, befanden sie sich in einer Grabkammer, die mit ewig brennenden kleinen Feuerbecken erleuchtet war. Ehrfürchtig und wie vom Donner gerührt, tat sich vor ihnen das Grab seines Ahnvaters auf. Schlichte, aber perfekt ausgearbeitete Säulen, einfache und doch im Detail bemerkenswert feine Runenschriften in Ornamente geprägt. Hier wurde dem Betrachter gewahr, dass hier ein Steinmetz ruhte, der mit den höchsten Ehren seiner Zunft seine letzte Ruhe gefunden hatte. Die Stille war so tief und ergreifend, dass dem ein oder anderen Zwerg der Mund trocken wurde. Diese kleine Schar von einfachen Kriegern der Zwerge, inmitten dieses riesigen Labyrinths, ehrfürchtig, stolz und grimmig. Als die ersten Augenblicke vergangen waren und Anskutz seinen Blick vom Steinsarg lösen konnte, sah er sich jetzt genauer um. Der Sarg aus hellgrauem Felsgestein stand in der Mitte des säulenen Grabes, auf einem Stufenpodest. Jetzt erkannte er auch, wie es hier aussah. Der Boden lag voll von verrotteten Knochen der Davi. Anskutz, wir stehen in einem Grab unserer Ahnväter. Wer auch immer jetzt diese Hallen beherrscht, wir sind es nicht. Lass uns das mitnehmen, weswegen wir hier sind, flüsterte Agrun. Natürlich hatte er recht. Sein unglaubliches Glück, die Axt zu finden und einen seit Generationen weitergegebenen Schwur endlich zu erfüllen, rührte das Herz des Veteranen. So stieg Anskutz die steinernen Stufen zum Grab empor, angeleuchtet von den Dutzend Feuerschalen, die den Moment episch und vollkommen majestätisch werden ließ. Kurz blickte er zu seinen Kameraden zurück, die ihm bedeuteten, weiterzugehen. Als Anskutz jetzt vor dem steinernen Sarkophag stand, überkam ihn ein Schauer der Erinnerungen. Teilweise waren diese Rückblenden so voller Emotionen, dass unser Zwerg den Schmerz, die Ehre, die Verbundenheit, diese Treue und die Liebe zu seinen Ahnenvätern heftig in seiner Brust spürte. Ein Gefühl, das unserem Veteranen tief aufwühlte. Er stützte sich ab und zwang sich, seine Augen sollten doch aufhören zu weinen, weil sein Herz voller Stolz glühte. Dann atmete er tief ein und fasste sich, schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte sich. Er zog den ledernen Handschuh aus und legte seine blutige Hand auf die Grabplatte. Dann rezitierte er in der uralten Sprache seiner Vorfahren die seit seiner Kindheit ihm beigebrachten drei Sätze. Heim und Herd, Rüstung und Schutz, Hammer und Trotz. Als er diese Worte ausgesprochen hatte, glühten die Runen auf der Grabplatte auf. Ein bläulicher Schein leuchtete plötzlich den gesamten Raum aus, wie als würde eine blau schimmernde Wasseroberfläche von diesem Licht ausgehen. Mit offenstehendem Mund machte Anskutz einen Schritt zurück. In seinen Augen spiegelte sich eine Gestalt, die ihm die Axt seines Ahnenvaters überreichte. Ein leichtes Lächeln war auf allen Gesichtern der Zwerge zu sehen. Waren sich doch alle gewiss, dass sie hier Zeuge waren
und die Ehre hatten, uralte Runenmagie zu sehen und zu erleben. Anskutz streckte seine beiden Hände aus und nahm die Waffe an sich. Dann lächelte die Gestalt, bevor sie in einem Wirbel aus wohltuender Wärme verschwand. Und langsam erlosch das blaue Glühen und die Feuerschalen ringsum begannen wieder zu brennen. Zuvor waren sie beim Erscheinen der Gestalt erloschen. Die ehrfürchtige Stille wurde von einem Gezeter in weiter Ferne unterbrochen. Nur langsam fanden alle Zwerge wieder zurück in das Hier und Jetzt. Anskutz! Eine Skevenpatrouille hat uns entdeckt! Polterte Bulwei. Und sofort war der Zauber des Augenblicks verflogen und der alte, steinharte Zwerg in Anskutz und seinen Davi war wieder da. Stärker als zuvor. Doch das ahnten unsere Zwerge noch nicht. Schließ das Tor! Schildwall! Wie viele sind es? Knurrte Anskutz. Agrun blickte ein letztes Mal durch die sich schließende Tür nach draußen. In der näher kommenden, wimmelnden Horde erkannte er etwas Großes. Dann schlugen zwei geschleuderte Steine nur knapp neben ihm in die Tür ein. Krachend schloss der Standartenträger die Tür und klemmte mit den anderen Kriegern den massiven Querbalken in die Fassung. »Sie haben einen Rattenoger!« brummte er. In einer perfekten Verteidigungsposition standen die Zwerge um das Grab herum. Anskutz Blutfaust stand auf der Grabplatte und brüllte: Dann lasst sie kommen! Hier sind immer noch Zwerge in Karawanen, die nicht zu Staub zerfallen sind! 5 Tage nach Abreise von Anskutz Blutfausts Grollexten nach Karagvarn. Bronn konnte es nicht fassen, was er dort sah. Eine blau schimmernde Gestalt schwebte über den Tischen der großen Methalle. Erst jetzt spürte er, dass er sich vor Ehrfurcht nicht rühren konnte. In dieser leuchtenden Gestalt konnte er schemenhaft die Umrisse von Brunhild erkennen. Dann hörte er eine Stimme in seinem Kopf, so als ob sie von überall herkam. Es war eine weiche und weibliche Stimme. Sie sagte ihm, er solle noch in diesem Augenblick den Runenschmied Belvar Eisenzahn auf den Weg nach Karagvarn schicken. Valaya bat ihn um Hilfe für die Söhne der Berge, die dringend für ihren Erfolg den Schutz seiner geschlagenen Runen bräuchten. In keinem Moment war diese Bitte fordernd. Vielmehr rührte diese Stimme das grimmige Herz des knurrigen Davi. Bronn stand da, mit weit offenen Augen und Mund. So etwas hatte er in all den vielen Jahren noch nie gesehen. Es musste Runenmagie der Ahnenväter sein. Nichts anderes war möglich. Er kniete nieder und verbeugte sich vor dem Geist Valayas. Sanft berührte dieses Wesen der ewigen Berge seine Wangen. Das konnte unmöglich wahr sein. Er weinte Tränen. Er, Bronn. Doch es waren Tränen der Rührung und der Ehrfurcht. Niemand würde ihm glauben, doch darauf kam es nicht an. Er hatte von Valaya eine Bitte empfangen, der Göttin der Davi, für Heim und Herd. Plötzlich berührte ihn die Gestalt am bärtigen Kinn und hob seinen Kopf hoch. Wieder sah er die Gestalt an, direkt in ihre Augen. Dieses Leuchtwesen, das die Zwergenmaid umschloss, nutzte augenscheinlich deren Körper, um zu berühren und zu sehen. Dann lächelte sie Bronn dankbar an, nahm seine Hand, öffnete sie, legte etwas hinein und schloss sie wieder. Und dann
In einem wärmenden Wirbel aus blauen Schlieren verschwand die Gestalt. Ganz langsam glitt Brunhild auf den Boden. Bronn blinzelte ungläubig, schaute sich um. Alles war so wie vor der Erscheinung. Stöhnend erhob sich die Zwergenmagd, und als sie den mächtigen Bronn erblickte, half ihr dieser auf. Ich erinnere mich an nichts. Was ist geschehen? Fragte sie den Tain. Der blickte auf das runenverzierte Amulett in seiner Hand. Es muss Valaya selbst gewesen sein, sagte er, wie vom Donner gerührt. Valaya? Sie schaute ihn ungläubig an. Ich muss gleich los, brummte er, ließ Brunhild stehen und seine Schritte verhallten hinter der Tür der Methalle, die er eilig hinter sich geschlossen hatte. Er musste sofort den engstirnigen Runenschmied nach Karagvarn schicken. Wie es hier nur aussieht, winselte Felix Jäger, während er die Umgebung besorgt betrachtete. Er warf einen Blick zurück auf das weiter hinten liegende Tor, nur um sich zu vergewissern, dass sich das Fallgitter nicht geschlossen hatte. Das alles erinnerte ihn an ein Bühnenbild eines der berühmten Horrorschauspiele von Cirque Gotthold. Korrigierte sich der junge Gelehrte. Das hier war sicherlich der Prototyp all dieser Bühnenbilder. Bösartig starrten von allen Seiten Wasserspeier auf die beiden Eindringlinge hernieder. Und über ihnen waren die verschwommenen Umrisse von eisigen Türmen auszumachen. Als die blutrote Sonne Sylvanias hinter den Mauern des Schlosses versank, legte sich eine Aura der Angst über die Umgebung. Ein Geruch von Verwesung und Verfall erfüllte die Luft. Blut und Finsternis schien aus dem alten, mit Flechten überzogenen Gemäuer herauszuquellen. Felix schreckte auf, als eine riesige Ratte über den Hof huschte und wieder in den Ruinen verschwand. »Ziemlich kleine Ponys haben die hier«, murmelte Felix' Gefährte in sein Bart, während er sich mit seiner gewaltigen Faust durch seinen riesigen, rot gefärbten Haarkamm fuhr. Felix drehte sich um und blickte auf den Zwerg herab. Er war froh, dass Gotrek bei ihm war. Sein Gewicht war fast doppelt so groß wie das des Menschen und sein Körper bestand nur aus Muskeln. Der Anblick seiner enormen Axt und vor allem wie mühelos der Zwerg sie hielt, beruhigte Felix aber noch mehr. Das war eine Ratte, Gotrek. Eine Ratte. Ich hasse Ratten, sagte Felix und warf seinen roten Umhang über seine Schulter, um seinen Schwertarm freizumachen. Er hasste Ratten wirklich wie die Pest. Spätestens seitdem er in der Kanalisation von Nullen den fürchterlichen Skaven begegnet war. »Das war nur ein Witz, Menschling«, brummte der Trollslayer, während er mit seinem gesunden Auge die restlichen Ruinen absuchte. Felix schaute sich nervös um. Vielleicht war der Zwerg ja zu Scherzen aufgelegt. Er war es nicht. Er hatte Angst. Sein ganzes Leben hatte er die wildesten Geschichten über die Verrufenen von Karsteins gehört. Und jetzt stand er mitten zwischen den Ruinen ihrer
uralten Residenz. Wie bin ich hier nur hereingekommen? Fragte er sich. Warum musste dieser verdammte Wirt des Gasthofs Godric unbedingt von den Gerüchten erzählen, ein Nekromant würde in den Ruinen hausen? Und warum musste der Trollslayer meinen, dass es die Aufgabe sei, der Sache auf den Grund zu gehen? Er war drauf und dran, dem Zwerg zu sagen, dass man es mit seinem Todeswunsch auch übertreiben könnte. Aber er wusste, dass der Slayer heilige Eide geschworen hatte, den Tod im Kampf zu suchen. Nun konnte man leider im Kampf gegen einen Nekromanten nur allzu leicht nicht etwa den Tod, sondern auch den Untod als lebloser Sklave des Magiers finden. Der bloße Gedanke daran erfüllte Felix mit Entsetzen. Was für ein Geräusch war das, Menschling? Wahrscheinlich das Klappern meiner Zähne? Es ist mein Ernst! Felix schaute besorgt auf den Zwerg. Wenn Godric sagte, dass er etwas gehört habe, dann war das auch so. Die Sinne des Zwerges waren schärfer als seine. Es waren bestimmt die Ratten, schlug Felix ohne viel Hoffnung vor. Verdammt große Ratten, murrte Godric. Schau, dort ist eine Spur. Felix folgte mit seinem Blick der breiten Hand des Zwerges und sah, dass im aufgeweichten Boden des Hofes tatsächlich Schleifspuren waren. Sie führten tiefer in die Ruinen. Ich denke, wir sollten hineingehen, sagte Godric. Na klasse, erwiderte Felix ohne Begeisterung. Im Inneren des Burgfrieds herrschte Stille. Sie standen in der großen Halle und betrachteten ihre Umgebung. Verrottete Wandbehänge bedeckten die Wände. Ein riesiger Kamin war in die Nordwand eingelassen. Über diesem war ein großes Porträt angebracht, das einen großen, elegant wirkenden Mann in feinen Kleidern abbildete. Allerdings trug er Kleidung, die bereits seit mindestens 100 Jahren aus der Mode gekommen war. Sein starrer Blick beunruhigte Felix Jäger, und als er den Staub von der bronzenen Namensplatte unter dem Bild wegwischte, zuckte er erschrocken zurück. Dort stand Manfred von Karstein, Graf von Silvania. Felix schaute zum Porträt auf. Der Graf war ein schöner Mann gewesen, aber seine Augen schimmerten wild wie die eines Raubtiers. Seine Haut war bleich und der Maler hatte den Augen einen Hauch von Rot beigemischt. Am Finger trug er einen großen Rubinring, der mit Fledermausflügeln eingefasst war. Manfred von Karstein, flüsterte Felix ehrfürchtig. Mein Vater kämpfte bei Helfen gegen ihn, erwiderte der Trollslayer. Dein Vater? Fragte Felix erstaunt. Das war so vor fast 300 Jahren. Ja und? Felix schüttelte den Kopf. Zwerge waren recht langlebige Kerle und hatten eine andere Vorstellung von Zeit als Menschen. Ja, sagte Godric, gedankenverloren. Er erzählte uns häufig von Helfen, dem Tag, als die Sonne ihr Antlitz vor all dem Morden verbarg, als die Zwerge und Menschen ihre Armeen vereinten und dem Fürst der Untoten entgegentraten. Godric blickte in die Ferne, und während er sich an die Worte seines Vaters erinnerte, entspannten sich seine sonst so rauen und grobschlächtigen Gesichtszüge. Sein Ausdruck wurde fast sanft. Er hielt seine riesige Axt entspannt in einer Hand, während er sich der Geschichte entsann. Der Himmel war schwarz an diesem düsteren Tag.
Sturmwolken verwässerten das Licht der Sonne. Und in der aufkommenden Finsternis sammelten sich die gelblich grinsenden Skelette zum Angriff. Reihen von verrotteten Zombies stolperten vorwärts und hatten ein unirdisches Leuchten in ihren faulenden Augen. Das Fleisch hing ihnen tot vom Körper. Darunter waren Herzen zu erkennen, die nicht mehr schlugen, und Adern, in denen kein Blut mehr floss. Am Himmel kreisten dämonenhafte Vögel wie Geier über dem Schlachtfeld der Hölle. Und inmitten all dieser Ausgeburten der Finsternis standen die Letzten der Aristokratie der Vampire. Ihre Haut weiß und glatt wie Porzellan, ihre rotglühenden Augen von widernatürlichem Durst erfüllt. Es war ein langer und harter Kampf. Die lebenden Toten erfüllten die Menschen mit Angst und Entsetzen. Die Pferde der Reiterei scheuten, als der Gestank des Todes in ihre Nüstern drang. Als die Heere aufeinander trafen, hielten nur die Zwerge stand. Doch auch sie drohten in den Wogen der untoten Horden unterzugehen, als der Kurfürst von Stirland seine Truppen erneut sammelte und sich gegen den Vampirgrafen warf. Zu Beginn ihres Zweikampfs schien der Kurfürst verloren. Doch dann brachte er Manfred von Karstein mit seinem Runenschwert eine üble Wunde bei. Und dieser floh. Er wurde nie wieder gesehen. Aber auch seine Leiche wurde nie gefunden. Gudrick schüttelte die Erinnerung ab. Oftmals habe ich mir gewünscht, ich könnte mich mit dem Prinzen der Untoten im Kampf messen, so wie es mein Vater tat. Felix hoffte jedoch inständig, dass dies nicht heute passieren würde. Sie gingen die Treppe hinab und drangen tiefer in die Verliese ein. Merkwürdiger Gesang in einer fremdländischen Sprache hallte ihnen von weiter vorne entgegen. Felix erkannte den rauen und gutturalen Klang von Arabisch, wenngleich die Aussprache, von der die Felix bei den Händlern im Warenhaus seines Vaters gehört hatte, gänzlich verschieden war. Nur ein einzelnes Wort der endlosen Litanei konnte er erkennen. Es war der Name, mit dem ihm seine Eltern früher erschreckt hatten. Es war der Name des verrufenen Herrschers der Untoten. Es war der Name Nagash. Auch Gudrick musste etwas bemerkt haben. Er schreckte zurück, doch dann fing er an, breit zu grinsen und seine fehlenden Zähne zu entblößen. Er fuhr mit dem Daumen über die Schneide seiner mächtigen Axt und rotes Blut begann zu fließen. Felix schauderte. Er hoffte inständig, dass niemand in dieser verfluchten Burg davon angezogen werden würde. Die singende Stimme wurde schriller und schriller, fast überschlug sie sich. Felix erinnerte sich an die halb wahnsinnigen Bettler, die durch die überfüllten Straßen Altdorfs stolperten und stets das Ende der Welt ankündigten. Felix und Gudrick drangen tiefer in die Verliese vor. Der Singsang erstarb. Es folgte eine unheimliche Stille. Felix konnte die dunkle Magie förmlich spüren. Ihm war, als legten sich eisige Hände auf seine Haut. Die unheimliche Stimme begann nun schrill zu kreischen. Ja, bald schon, Meister, bald,
Bald werdet ihr den Menschen zu tragen. Bald schon werdet die Schafe, die sich Menschen nennen, von euch im Staub winseln. Dann werden sie wissen, dass ihr erneut Herrscher über Sylvania seid. Hysterisch, kichernd fuhr sie fort. Weißt du, alle sagten, ich sei verrückt, alle sagten, dass es unmöglich sei. Aber ich hatte recht. Die ganze Zeit hatte ich recht. Jahrelang warf ich meine Netze in den Sümpfen von Helfen aus. Alle sagten, es sei unmöglich. Aber ich habe seinen Körper gefunden. Ich werde es allen beweisen, Mädchen. Denn mit deinem jungfräulichen Blut werde ich ihn zurückbringen in sein Unleben. Ich, Norbert Stillmann, werde die große Tat vollbringen. Ich werde Manfred von Karstein erwecken. Bitte, lassen Sie mich gehen, wimmerte eine Mädchenstimme. Ich werde niemandem etwas verraten. Bitte, glauben Sie mir. Tatsächlich? Du wirst schwerlich jemanden weitersagen können. Du wirst nämlich leider, nun ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich tot sein, mein Kind, antwortete die Stimme amüsiert. Gotrek grollte wutentbrannt und auch Felix hatte nun sein Schwert gezogen. Die Tränen des Mädchens hatten sein letztes Bedenken beiseite gewischt. Er schaute zum Trollslayer. Gotrek nickte kurz. Brüllend und ihre Waffen schwingend stürmten sie in den Raum. Als Felix sah, was sie erwartete, wünschte er, sie hätten das nicht getan. Das Gewölbe war riesig. Ein zitterndes Mädchen war an die klamme Wand gekettet und ihre lieblichen Formen bildeten einen starken Kontrast zu den Skeletten, welche an den Ketten neben ihr hingen. Ein hochgewachsener, dürrer Mann mit wolfsähnlichen Gesichtszügen stand vor ihr. Sein Kopf war rasiert und ein gebogener Opferdolch mit schwarzer Klinge ruhte in seiner Hand. Zu seinen Füßen lag ein Haufen von verfaulten Knochen, an denen eingetrocknete Reste von Schilf klebten. Das alles war ominös genug. Doch was Felix wirklich mit Entsetzen füllte, stand in den hinteren Winkeln der Gruft. Dort in der Ecke standen 10 enorme Leichen, allesamt mit riesigen, rostenden Klingen ausgerüstet. Sie standen tatsächlich, und als Felix und Gotrek in den Raum stürzten, öffneten sich ihre unirdisch glühenden Augen. Der Gestank des Verfalls und des Todes war überwältigend. Halt! Schrie der Nekromant. Doch Gotrek scherte sich nicht um ihn. Erstaunlich behende für jemanden mit seinem Körperbau stürmte der Zwerg auf den Magier zu und schwang die riesige Axt wild um sich. Doch die Zombies schützten ihren Meister. Sie stolperten wie laienhaft geführte Marionetten vorwärts. Gotreks Axt fuhr durch die Luft und einer der Zombies fiel enttaubt zu Boden. Ein weiterer Hieb und der Schwertarm des nächsten Angreifers flog abgetrennt durch die Luft. Ein dritter und vierter Streich fuhr durch verrottete Rippen und Schädel. Die Runen auf Gotreks Axt leuchteten hell, als ob sie auf die Präsenz der Dunkelmagie antworteten. Auch Felix warf sich nun ins Kampfgetümmel, nur um sich einem riesigen, schlurfenden Zombie gegenüberzufinden. Der Anblick von Würmern in den Augen seines Gegners, die Geräusche, die seine verfaulenden Lungen von sich gaben, und der süßliche Todesgestank überwältigten Felix fast.
Im letzten Augenblick schaffte es, sein Schwert zu heben und so den Angriff des Monsters abzuwehren. Nur mit Mühe konnte er den Angriff erwidern, und als sein zweiter Hieb dem Untoten die schleimige Hand abtrennte, spritzte ihm Eiter ins Gesicht. Nur unter äußerster Beherrschung gelang es ihm, weiterzukämpfen und dem Impuls zu widerstehen, sich von der ekelhaften Substanz zu säubern. Langsam erholte sich der Nekromant von seinem Schrecken und begann erneut laut zu singen. Eiskalt lief es Felix den Rücken herunter, als er sah, wie sich ein Wirbel schwarze Magie um seine Hand herum bildete und in die angekettete Skelette an der Wand fuhr. Das Mädchen schrie panisch auf. In den leeren Augenhöhlen der Untoten begannen Lichter zu flackern. Ihre Ketten sprengend richteten sich die Skelette auf und stürzten sich in die Schlacht. Falls Gotrek besorgt war, ließ er dies zumindest niemanden spüren. Unablässig hieb er auf seine Gegner ein und fällte einen nach dem anderen. Seine Axt beschrieb eine mächtige Schleife und vier Zombies gingen zerteilt zu Boden. Schaum troff von den Lippen des Trollslayers. Sein Bart sträubte sich und er brüllte in irrsinniger Kampfeslust. Fast schon hatte Felix seine Angst abgeschüttelt. Erneut stürzte er sich in den Kampf und schaltete einen weiteren Zombie aus. Sein Magen drehte sich um und sein Herz blieb beinahe stehen, als er auf einer schleimigen Eiterpfütze ausglitt, rücklings zu Boden fiel und zwei weitere Untote auf sich zukommen sah. Er riss in Panik seine Klinge hoch, rollte sich über den schleimigen, verdreckten Boden und konnte nur knapp dem mächtigen Streich ausweichen, der auf ihn niederging. Der Nekromant fuhr immer weiter mit seinen Intonierungen fort. Immer mehr Skelette erhoben sich von den Wänden, nahmen die Schwerter ihrer gefallenen Kameraden und stolperten in den Kampf. Ohrenbetäubender Lärm drang in Felix' Ohr, als sich das Kreischen des Mädchens, das Brüllen des Zwerges und der Gesang des Magiers zu einer unheimlichen Kakophonie steigerten. Nur mit Mühe konnte er sich auf den Kampf konzentrieren. Lachend und sabbernd warf sich Gotrek dem entsetzten Nekromanten entgegen. Auf ein unhörbares Kommando hin warfen sich zwei Skelette vor den Magier. Doch Gotreks gewaltiger Axtstreich zerschmetterte diese ohne große Mühe und trennte den Oberkörper des Zauberers feinsäuberlich von seinem Unterleib. Im selben Moment brachen die verbliebenen Untoten zusammen. Die Skelette zerfielen zu Staub und die Zombies gingen seufzend zu Boden. Erleichtert stand Felix auf. Gotrek stampfte zum Mädchen herüber und zertrennte mit zwei sauberen Axthieben ihre Ketten. Felix kam gerade noch rechtzeitig hinzu, um das vorwärts taumelnde Mädchen abzufangen. So wie er sich fühlte, wünschte sich Felix eher, dass ihn jemand auffangen würde. Plötzlich spürte er, wie das Mädchen in seinen Armen zusammenzuckte. »Seht doch«, flüsterte sie mit weit aufgerissenen Augen. »Sigma, steh uns bei!« Felix fuhr herum, um zu sehen, was sie so erschreckte. Zuerst konnte er nichts erkennen, doch dann wurde ihm klar, was hier gerade Fürchterliches geschah. Aus dem zerbrochenen Körper des Nekromanten floss ein Rinnsal leuchtend roten Blutes. Es rann über den Boden und mündete in den Knochenhaufen in der Mitte der Halle. Dort verdampfte es blubbernd zu rotem Dunst und umgab die alten, dreckverkrusteten Knochen. Schlamm und Schmutz fielen von den Knochen und ein strahlend weißes Skelett mit hauerbewehrtem Schädel trat zum Vorschein.
Dann begann der Dunst, sich in Form von Fleisch und Muskeln um das Gerippe zu legen. Adern gruben sich durch das frische Fleisch. In den Augenhöhlen sprossen rote Augäpfel und Sehnen schlangen sich wie Würmer durch das schnell wachsende Gewebe. Wie gelähmt beobachteten die drei das Schauspiel. Sogar Gotrek war nicht in der Lage, sich zu bewegen. Fasziniert beobachtete er, wie sich weißes Fleisch über den menschlichen Körper zog und glänzend schwarzes Haar aus der Kopfhaut spross. Langsam erhob sich die bleiche Gestalt und lächelte sie mit langen Zähnen an. Felix sträubte sich gegen die Erkenntnis, aber er erkannte die Gestalt sofort wieder. Das ist Manfred von Karstein, flüsterte er. Höchstpersönlich, merkte der Graf mit angenehmer, fast sanfter Stimme. Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag zu meiner Auferstehung. Zwar verlief alles nicht ganz so wie vom Herrn Stillmann geplant, nichtsdestotrotz scheint das Ergebnis höchst zufriedenstellend. Untoter Abschaum, bereite dich auf deinen Tod vor, fauchte Gotrek. Doch der Vampir machte nur eine kleine Geste mit seiner Hand. Gotrek blieb wie angewurzelt stehen. Seine Muskeln traten angestrengt hervor. Jedoch bewegte er sich keinen Fußbreit nach vorn. Das einzige Zeichen der Anstrengung seitens des Vampirfürsten war eine kleine Konzentrationsfalte auf seiner Stirn. Nun, nein, werter Zwerg, bemerkte der Graf amüsiert. Es wäre nicht sehr schlau von mir, in meiner jetzigen Verfassung gegen eine Axt wie die eure anzutreten. Das Vergnügen, euch zu zerschmettern, werden wir wohl auf einen anderen Abend verlegen müssen, nicht wahr? Für den Augenblick empfehle ich mich. Mit einem wütenden Aufschrei überwand Gotrek die unsichtbare Wand und stürzte sich auf den Vampir. Der Zwerg führte einen mächtigen Streich gegen den Grafen, doch dieser schien im selben Moment zu verdampfen. Und die gewaltige Axt durchschnitt lediglich den düsteren Dunst des Vampirs. Felix meinte, einen gedämpften Schrei zu vernehmen und Blutstropfen geronnen an der Axtscheide. Doch dann verflog der Nebel und ein heiseres Lachen hallte durch die Gänge. Gotrek setzte ihm Verwünschungen rufend nach, doch vergebens. Felix drehte sich zum Mädchen herum und legte ihr seinen Mantel um die Schultern. Sie blickte benommen. »Geht es dir gut?«, fragte er. Das Mädchen nickte. »Er war sehr schön, nicht wahr? Der Graf, meine ich.« Felix stöhnte auf und eilte auf die Treppe nach oben zu. Je eher sie aus diesem Verlies herauskommen würden, desto glücklicher würde er sein. Los. Und der erste Touchdown der Cannoneers. Die Fans sind außer Rand und Band. Das ist die Nummer 4. Nummer 4. Wie heißt er? Gottfried Schlachter. Gottfried Schlachter hat den ersten Touchdown geholt für die Cannoneers. Runde, also zweiter. Die Cannoneers eröffnen den nächsten Teil des Spiels. Der Ball wird weit in die gegnerische Seite geschossen. Und eine 5. Was geschieht?
Ich sag jetzt gleich. Hoher Ball. Ein offenes Spiel, das an den Tierstoffen von TMWE eine beliebige Anzahl von Feldern weit bewegt werden und in dem Feld platziert werden, in dem der Ball landen wird. Okay. Dann prüfen wir erstmal, wo er landet. Mhm. Also der Ball wird weit ins gegnerische Feld geschossen und. Da würde der Ball landen, okay. Und du darfst jetzt mit dem Spieler da hingehen und direkt versuchen anzufangen. Okay. Genau. Also, wenn du möchtest. Die Altdorf Griffins haben versucht, jetzt hier mal eine Lücke zu reißen, haben den Spielzug jetzt verloren, da hier hinten ein schlechtes Ergebnis gefallen ist. Beide Spieler sind umgefallen, aber man konnte zumindest sich jetzt ein wenig Respekt verschaffen. Die Cannoneers sind dran. Die Cannoneers sind dran, okay. Der Ogre haut einen meiner Spieler um. Endlich. Ja, er macht was. Genau. Rüstung. Und jetzt? Rüstung. Aber mit einer 8 nicht. Doch, ich nehme. Wegen der Stärke? Ja, ich bin Knochenbrecher. Ich nehme das, um die Rüstung zu zerbrechen. Dann komme ich auf die 9. Ah, okay. Welchen Spieler ist das? Welches Nummer? Das ist die Nummer 3. Die Nummer 3 wird übelst zusammengehauen von dem Ogre. Also Rüstung ist gebrochen. Dann Verletzung, eine 8. Eine 8, damit bist du in der K.O.-Box. In der K.O.-Box. Dann leg ihn mal da rein. Passiert gar nichts weiter. Okay. Also mittlerweile 3 meiner Spieler liegen da. Ja, für den kannst du aber wieder würfeln, dass er wieder weiterspielt. Ah ja, okay. Also der ist wirklich nur ausgeschlagen. Ist ein Pünktchen von meinem Ogre. Der hat eine Stärke von 2, ja. Das weiß ich. Dann machen wir das. Der läuft hier hin, dorthin. Der macht einen Blitz gegen den Fänger. 2, 3, 4, 5. Werfer der Altdorf Griffins hat versucht, einen langen Pass zu machen auf ihn. Doch leider wurde der zwischendrin abgefangen von diesem Spieler der Cannoneers. Der Edwin Hofmeister. Ist ein Schubser nur, der schubst ihn nach dort und geht hinterher. Dann ist er frei. Der geht jetzt dort. Dann kommt er angeflitzt und blitzt den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Blitz. Eigentlich hätte ich mich hier. 2 Würfel. Der Ausweichen, also der Werfer hat keine Ausweichen. Der Werfer hat. Ich glaube nicht. Nee, der Werfer hat kein Ausweichen. Also der fällt hin und zwar dort. Ich gehe hinterher. Der boxt hier meinen ersten Spieler um. Schnell die Rüstung. Das ist schon nichts. So, das ist okay. Alles aufgehoben. Ja, 6, 7. Der Spieler mit der Nummer 4 hat den Ball aufgenommen. Die Cannoneers machen ihren zweiten Touchdown. Er wartet noch ein bisschen, er lässt sich ein bisschen Zeit und versucht noch gegen die Altdorf Griffins ein bisschen auf Zeit zu spielen. Auf Zeit zu spielen, genau. Aber Spieler 10 befindet sich mittlerweile auch in der K.O.-Box. Ja, meine Verletzten, die summieren sich langsam. So, der Touchdown steht bevor. Aber ich bin natürlich gierig und versuche mal Leute ins Publikum zu schubsen.
Also, wer versucht's? Die beiden gegen ihn. Mhm. Also er fliegt auf jeden Fall raus. Puff. Genau. Das ist leider die Fankurve der Kanoniers. Genau. Jetzt gibt es direkt einen Verwundungswurf ohne Rüstung, weil die Zuschauer jetzt einfach auf die rumspringen. Mhm. Das ist eine 5, passiert nichts, also er landet. Okay, in der Reservebox. Dann. Ist in der Reserve, kann gleich ran. Genau, okay. Wird das also einfach durch die Gegend gezerrt. Okay, dann hier das gleiche. Der Fänger, hat mir gesagt, hat Stärke 2, glaube ich. Ne? Stärke 2, ja. Okay, also dann da auch 2 Würfel. Catcher, Stärke 2, ja. Spiel. Und es reicht, das ist ein Push. Und da ich dich in diese Richtung schubse, fliegt auch raus. Fliegt der auch raus. Auch Verletzungstabelle. Und das ist eine 8 der Lager in der K.O.-Box. Ja. Tja. Ja. Und dann geht der gute Gottfried Schlachter, der auch den ersten Touchdown schon gemacht hat, der dreht sich noch dreimal im Kreis. Touchdown. Und springt einfach mit dem Ball rückwärts ins die Endzone. Zweiter Touchdown. Touchdown der Cannoneer. Die Cannoneers schießen den Ball weit ins Feld der Griffins. Anstoßtabelle. Erstmal gucken, wo er landen würde. 73,20 habe ich ausgerechnet. 6, 3 Felder. 1, 2, 3. Würde dort landen. Puff. Oh, ist ein Aus. Nee, ist nicht aus. Aus ist draußen. Ah, also ganz weit hinten. Genau, ganz weit hinten. Ah, ja. Also Anstoßtabelle ist die 7. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat mein Werfer den Ball aufgenommen und wirft ihn jetzt zum mittleren Spieler, und zwar der Nummer, den Spieler mit der Nummer 8. Mal sehen, ob mir das gelingt. Auf die 3. Auf die 4. Eine 1, nee, aber ich habe ja Wurf, Ballgefühl, wurfsicher habe ich. Ich bin Werfer. Darf ich also einmal wiederholen? Ich glaube, du darfst nicht wiederholen. Dafür hat er meinen Salat vergessen. Aber eine 2 ist auch nicht gut. Nee, einfach nichts. Okay, ist egal. Also, das heißt, direkt zu stehen. Die erste Halbzeit ist vorbei. Der Ball hat leider nicht sein Ziel erreicht. Ja, die zweite Halbzeit, hoffentlich wird etwas mehr passieren. So. Die Cannoneers schießen den Ball weit rüber. Und ja, ich versuche jetzt in der zweiten Halbzeit noch was zu reißen, weil... Anstoßtabelle. Ja. Ich habe das zweite Mal gewürfelt und immer noch sind 3 Leute von mir in der K.O.-Box. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe einen Plan. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Schauen wir einfach mal. Also, bis jetzt hat alles geklappt, wie ich es vorhatte. Ich habe hier eine Bresche geschlagen und habe den hier umgehauen, bin hier durchgebrochen. Mein Fänger steht hier, wartet jetzt auf den Megapass. Der Schiri hat sich extra dahingestellt, damit es auf jeden Fall sehen kann. Jetzt muss es nur noch. Es wird klappen, es wird klappen. Es wird ein wahnsinniger Pass. Wahnsinnig trifft. Nein, es ist ein Eine 6 ist gewürfelt! Alter, das gibt es nicht! Siehst du meine Rücklichter? Siehst du meine Rücklichter? Deine Rücklichter? Ja! Alter, das kann doch nicht sein! Sehr geil! So, also der Pass hat. Jetzt fängt er nicht! Darum geht's nicht. Es geht darum, ich habe diesen Pass hingekriegt. Ein perfekter Pass. Du kriegst ja jetzt sogar einen Bonus beim Fangen, weil das ein zielgenauer Pass war. Ja. Weil du eine 6 gewürfelt hast. Okay. Geil. Ich mach's, weil es klappt. Ja gut, jetzt erstmal unterwegs darfst du versuchen, natürlich ihn abzufangen. Ja klar, aber also... Aber einen zielgenauen abzufangen kannst du eigentlich... Ja, da krieg ich ja. Weil wenn der zielgenau ist, krieg ich ja wieder die... jede Menge Malis. Genau. So, den Pass stören. Der Gegner versucht zu stören. Andere auf die 6. Nein. Ist ja klar.
Aber es ist ein mega Passlicht. Also mega. Das gönne ich dir auch, dass du den fängst tatsächlich. Ja, das gibt Punkte. Also der Ball fliegt. Vor allem im Ziel. Jetzt gucken wir mal, ob du Schosch es schafft. Das hast du ja mit einer 5 bravourös gefangen. Ich nenne Spieler Nummer 8 Heinrich Wildfang. Damit hat er seinen ersten Namen. Ich hätte gesagt, rubbel die Katz. Nein, nein, nein. Also, der Wurf hat geklappt. Und der Fang auch. Also, das gibt einen Punkt für den Fänger. Hast ziemlich genau gefangen. Der Fänger. Nee, der Werfer. Nee, der Fänger. Guck nochmal im Siebenland, aber ich hab's extra rausgeschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt. Hallo liebe Hohleute, willkommen zu einem neuen kleinen Spielchen. Jetzt in der Weihnachtszeit ist es eigentlich immer sehr lustig, wenn man da kleine experimentelle Sachen hat. Wir haben jetzt hier ein 1000-Punkte-Spiel. Meine Hochelfen mit dem Arültan kämpft jetzt gegen Untote und der Anführer heißt? Anführerin. Rokli. Das ist eine Vampirfürstin. Eine Vampirfürstin. Eine unbekannte Vampirfürstin wird in den Staub getrampelt. Meiner Hochelfen Argas. Wir reden in 6 Sekunden nochmal darüber, Erik. Ja. Also vorher ein Mensch. Also dann, wir würfeln gleich mal die Runde an. Ausreden, Entschuldigung. Echt? Das war vorher ein Mensch. Eine ja, Frau, ach, echt? Die wow. einen Blutkuss gekriegt hat und sie jetzt erstmal gucken muss, wo sie halt bleibt. Und geht jetzt so langsam nach. Ja. Ah, so. Ja. Und möchte jetzt nach Sylvania, aber da kommt ihnen was entgegen, da denken sie sich, geil, jetzt haben wir schon ein paar neue. Okay, dann würfeln wir jetzt einfach mal drum, wer beginnt. Was? Heute mal kein Würfelbecher. 3? Nein, 2. Aber die Untoten fangen an. Und wir müssen noch würfeln. Zu der Aufstellung von den Untoten. Hier hinten haben wir versteckt 5 Geisterritter. Wie heißen die nochmal? Diese Sensenreiter. Dann haben wir 14 Zombies. Dann haben wir ein großes Regiment Skelettkrieger, wo ein Nekromant drin steht. Und dann haben wir hier das Regiment der Verfluchten, wo die Vampirin sich drin aufhält. Genau. Dem gegenüber stehen 6 Grenzreiter von Hoeth, dann eine Adlerklauen-Sperrschleuder, dann Silberhelme mit Arültan darin, dann haben wir die Segadisten, ein Streitwagen und nochmal eine Sperrschleuder und da hinten hat die Vorhutbewegung bereits gemacht, nochmal 5 Grenzreiter. Gut. Ja, das ist gut. Oh, Moment, sind wir das eigentlich? Die Vorhutbewegung. Ja. Das heißt, du darfst dich 2 Zentimeter bewegen. Ja. Ja, gut, ihr habt ja eh die erste Runde. Ja. Du hast ja in der ersten Runde, wenn du den Vorwiegen gemacht hast, darfst du sowieso keinen. Ja, ich weiß, ja. Dann machst du es hier auf der Seite für dich, auf der Seite für dich. Das ist nicht blau. Also hast du noch diese kleinen Kärtchen an dem Mann hier? Ja, aber du brauchst du nicht, weil da ist nur. Du hast ja nur Rasen. Das stimmt. Ist ja egal. Okay. Wie bist du nicht mal in Reichweite? 8 habe ich. Ja.
Aber Erik, du weißt, du musst für zu 5 2 Girl mit. Muss ich nicht. Ich dachte, musst du. Muss Nein, du musst. Okay, dann mischt du mich wahrscheinlich. Okay. Weil natürlich, die Idee war gut, aber... Ja, ja, hast du recht. Gut, also. Vorbewegung fertig. Genau. Erste Runde der Vampirfürsten. Ja, Bewegung. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem, ich würde mich ein bisschen nach vorn bringen. Weil, jetzt bist du die ganze Zeit über den Haufen geballert. Du musst halt nach vorne. Das ist halt der Nachteil. Ja, aber du kannst ja die anderen machen. Die laufen ja nicht weg. Du kannst ja normale Bewegung machen und nachher machen. Kannst du nicht, Moritz? Ja, stimmt ja. Deshalb halt das, was Erik gerade gemeint hatte, wegen der Vorbewegung. Du kannst nur. Wenn man eine Vorhaltbewegung macht, kann man keinen Angriff haben. Ja. Das wäre sonst. Das wäre halt. Das wäre sehr bitter. Also, beziehungsweise, wenn Erik die erste Runde gehabt hätte, hätte er es machen können. Denkt an den Angriff. Den. Also, ja. Ja, nein. Nicht am Bart. Eine geschlossene Reihe. Ja, in der, wenn du die Vorbewegung gemacht hast, kannst du halt keinen direkten Angriff ansagen. Das wäre so ein bisschen Overkill. Die erste Runde hat das dann nicht. Genau. Darfst du mal schießen, wenn du halt Bogen geschissen hast und irgend sowas dann da. Ah. Ja, gut, was du halt machen kannst, ist, ich würde halt schauen, dass du von den Rittern halt wegkommst. Ja. Und dann halt das bisschen ausrichten. Hey, was soll denn das? Du musst schon richtig messen, ne? Ja, das freut mich nicht. Wir starten hier. Ja. Dann Magiephase, Erik! Magiephase! Magie! Meinst du, ich kann das auf meinem Banner-Träger zum Spiel einsetzen? Oder weil es hat ein Schild enthalten? Okay, ich kriege 5 Bannwürfel. Und dann für sich kann ich ja kein Schild. Ja, das ist kein Schild. Weil, es ist nicht so. Also, Aroletan, ich habe den Weg ins zweite Novibirn. Also, von Bretonia aus bricht er wieder auf, das graue Gebirge. Und der Magier kanalisiert, dass du einem Standard-Geokasten einen Schild kannst. Weil die. Nein, ich sag mal, die waren nicht die eine Hand mit der Standarte. Aber du hast ja und, ja, Pferd, der Auftrag, der ihn in das graue Gebirge führt, also die nördlichen Ausläufer auf der anderen Seite des Nordlandes, bzw. Marienburg. Die Vampire versuchen ihn einfach nur aufzuhalten. Also nur, er versucht halt jedes Hindernis wegzusprechen. Also sobald die Standarte irgendwas magisch sind, also zum Beispiel... Ja, das steht in dem Buch auch, dass du nur entweder magische Standarte oder irgendein Artefakt bzw. eine Eigenschaft nehmen darfst. Sind sie überhaupt dran? Nein. Von dem Vordersten? Nein. Nee, das gefällt mir nicht schlecht. Ist... Weil ich hab 25 Punkte. Also das Sammelbase musst du schon berühren. Ich dachte nur, dass da mein BSB ihr das Modell ja, also bei mir brauchst du nur schon das Sammelbase, das reicht nicht. Aber das machst du nicht, du bist direkt davor. Das reicht nicht. Was? Okay. Kann ich echt sehen. Dann Zauber halt. Dann Zauber halt. Ja, was machst du? Was denn? Mach! Hey. Dann Zauber, komm auf! Ja, was ist denn los? 18 Zoll. Ja. Mach! Hey, ich wollte dich ja nur fragen. Alles gut, dann hau rein. Ah ja. Deswegen musst du doch messen. Ja. Ja. Ist doch ich gut. Hab ja gemessen. Ich weiß nicht, warum du Nekromant rausgestellt hast. Hä? Nein, was machst du da? Messen. Ach so, alles klar. Ich messe mal von meiner Seite aus. Siehste, reicht doch. Ja, nee, weil du ja wieder gesagt hast, nicht reicht mir nicht. Ja, so wie du vorhin gemessen hast, nicht. Ja, echt. Wie ein kleiner Kindergarten. Ja. Das ist ein großer Kindergarten. So. Ja, komm. Was zauberst du denn? Fluch der Jahre. Fluch der Jahre. Boah, das ist übel. 12. Auf die 12 plus. Ah, genau. Dann. Schauen wir mal. Ach, wo hast du geguckt, ob du kanalisierst?
Ja, aber leider 14. Nicht. Ja, würde also kommen. Also du hast ihn mit den normalen gemacht. Okay. 14, ne? Ja. Das mag ich nicht. Hast du noch einen anderen Zauber? Und als Totentanz und auch noch von mir. Ach so, ja gut. Ja, dann könntest du es nochmal bewegen. Nein. Ja, wenn du noch einen Totentanz kannst du nochmal vorschieben. Ja, aber keine 300 Kilometer. Ja. Ja, aber du kannst sie bewegen. Ja, aber ich habe 12 Stunden Reichweite. Ach so, okay. Na dann. Deswegen. Ja, ja, okay. Nö, totaler Bang. Naja. Finger weg von meinem Wilhelm. Jetzt würde ich hingehen. Nimm die Zaubergriffe weg. Wird mit dem Nekromanten nur aus. Oder? Warte mal kurz. Lass mich mal nachdenken. Doch, ich würde sagen. Ah, wohl. So, drei Energiegefährder genutzt. Ja. Und den Fluch der Jahre fand ich, den musste ich einfach abwehren, weil der ist ja zu heftig. Der Erik wollte wieder keine Spannung. Nein! Ich würde die Vampire. Ja. Würde ich mit dem halben Punkt die 12 machen. Okay. Und die würde ich einfach mal Skelette genommen mit 2 auf die 6. Und dann halt auf. Aber nur auf die Skelette, also nicht auf. Okay. Außer du traust dir zu mit 2 Würfeln die 12 zu schmeißen. Kannst auch versuchen. Du machst halt 12 Zoll Umkreis, das heißt, du kommst die nochmal auf und die. Kannst auch probieren. Nein, nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also, du kannst es gerade probieren, weil du kannst dann nachher nochmal. Ja, ich probier's mal. Also, Adolf von Neck auf die 12? Ja. Schade. Nein. Naja, dann noch die Vampirin. Ja. Das gleiche nochmal also auf die 12. Zaubert also nicht mehr, die Vampirin ist jetzt dran, jawohl. Die 12, ja. Drei Würfeln auf die 12. Nee. Auch nicht. Aha, oh, wow. Da fängt schon wieder an mit den Doppel. Ja, du hast echt Kackwürfel. Ja. Also. Okay. Das war jetzt die erste Runde der Untoten, richtig? Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, erste Runde der Hochelfen. Genau. So. Ich mache eigentlich relativ kurz und schmerzlos. Ariltan sagt einen Angriff die Sensenreiter an. Mhm, ja. Und das war's dann auch im Angriff anwerben. Ich mache das mal ganz melodramatisch, dass man das auch mal schön sehen kann, weil ich habe es schließlich mal irgendwann gekauft. Also hier ein Angriff. Ja. Gut, und dann gucke ich natürlich, dass es auch passt. Weil du kannst ja auch nur annehmen, ne? Ja. Nee, ja, natürlich. Nee, doch. So, ich benötige ein 14 Zoll. Ich benötige also eine 5. Komm schon. 3-1. So. Ist auch schon gefallen. Ja. Komm schon. Aber eine 8. Damit kommt das hin. Ja, aber kurze Frage. Ist das Test, musst du nur mit dem Angreifen, ne? Okay. Gut. Dann. Genau. Okay. Das ist der große Gehwolf. Na gut. Wiedergeist. Hilf aufs Maul. Genau. Oder so, jetzt hören wir das Geräusch von Shepard. Ich habe ein Auto. Aber mit einer 12, das war halt so. Ja, also, aber es wäre krass gewesen. So. Wäre krass gewesen. So. Weg. Nee, aber stimmt, das war nur ein Nahkampf. Ja, ja. Ja, aber gut, dass du es gesagt hast, weil hätte ja auch anders da sein können. Ja, ja, natürlich. Also du siehst, dass wir bei Fantasy, die schon lange da sind, manchmal kommen wir auch an unsere Grenzen so. Und das Problem ist halt auch vor allem, wenn du 3 oder 4 Editionen noch im Kopf hast und du denkst, Moment, das war doch so und dann nichts. Ach, nee, so, Moment. Da war was, genau. So, meine iranischen Grenzhalter, die galoppieren mal ihre volle 18 Zoll. Naja, ich meine, der Vorteil ist, solange er hier relativ entscheidend würfelt oder keine magische Attacke hat. Meine ellyrianischen Grenzhalter der Seite galoppieren ebenfalls hier bis hier hinter. Hast du denn überhaupt Burisch? Das ist gleich die Kavallerie, die geht zusammen. Aber musst du nicht trotzdem wegen Marschieren gucken? Ja. Stimmt, hast du recht, hast du recht. Ah. Alles gut, ich bin mir gerade selbst nicht mehr sicher. Ja, aber der 6 bestanden passt. Okay, wie ich das jetzt zum Beispiel laufen kann. Genau wie unser Bogen im Kasten. Gut. Ja, das ist ein Helmschmuck. Gell? Das sind nur Federn. So. Bewegen. Ich würde. Das ist halt langweilig, das ist nur halt Hochelfen, weißt du. Wir haben wenigstens eine richtig schöne
Symbolik, ja, vom Helm. Die Hochelfen, die Seegale von Hohelfen bleibt stehen. Dann kommen wir zur Magiephase. Wie unerwartet. Habe ich keine. Was? Weil Arultan ist ein Kriegerheld. Der braucht keinen Zauberer. Aber er wird demnächst einen Zauberer in seiner Hand haben. Ah. Genau. Weil er ist nämlich jetzt dahinter gekommen, weil er soll zu einem Schloss in grauen Gebirge ziehen. Und es kann auch nur diese Vampirin sein, die diesen Zauberer gefangen hat. Oder war es sogar der Nekromant, der den Hochelfenzauberer gefangen hält in einem Turm. Würde von der Geschichte her passen, weil die Vampirin ist gerade frisch erweckt. Mithilfe der entzogenen Macht des Hochelfenmagiers und der Nekromant hält ihn gefangen, um noch Geheimnisse von ihm herauszukriegen. Also, Arultan reitet aus, um den Zauberer... Günther. Genau. Günther. Nicht Günther. Günther von Günthersen. Genau. Moment, ich sag's nicht den Namen. Günther. Ja, das ist eine sehr merkwürdige Berufsfamilie. Auf der Nachricht aus Lothan stand nämlich, genau, Lustrandor, der Belesene. Der Lustrandor. Ein Magier aus dem Hause Evelion. Nee, das ist kein Tellerwäscher. Kein Tellerwäscher ist nicht da. Die können sich schon lustig machen. Gut. So, kommen wir zur Schussphase. Ja, dann schieß mal. Okay. Ja. Ja. Nein. Nein. Wolltest du übrigens deine Streitbank extra nicht bewegen? Extra nicht, ja. Ich warte. So, die beiden Speerschwellern konzentrieren ihr Feuer auf... Spannung? Ja, oder die da. Nee, ich bin für die. Schieß auf die. Das macht viel mehr Sinn. Also ein bisschen den Rücken der eigenen Menge. Ja, ja. Genau. Das halten die aus den Hochelfen. Das haben die früher vor 20.000 Jahren auch gehabt. Entschuldigung. Ich würde tatsächlich bei der Distanz nochmal zwei Bolzen probieren. Auf die Verfluchten. Was? Also er hier auf ihn. Ist kurze Reichweite noch, meine ich. Mal ist lange. Okay. Noch ist lange, stimmt. Das ist auch lange. Gut. Also, auf die 4. Okay, der halbe Zoll. Ja. 4. Jawohl, ja, natürlich. So, der erste Stärke 6 auf die 2. Jawohl. Der zweite Stärke 5 auf die 3. Nein, alles klar, einer ist tot. Einer Sack. Der zweite Bolzen nimmt mal einfach die Vampirin als Ziel, so jo. Als Einschlagspunkt auf die 4. Ja. Nein. Weil der Goblin-Speer schon wieder ist kaputt. Ja. Okay. Ja, die kann man wegstellen, das kann man. Und über die 1. Die Seegardisten von spannen ihre Bögen. Und so schießen auf. Jawohl, können alle auf die Zombies schießen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, weil auch QS hat nämlich auch, also im Inneren Meer hätte ich auch Seegardisten, aber die kommen halt aus QS, der Magierstadt. Das Land heißt nämlich Tetherate. Da kommen halt ein paar verrückte Zauberer, gehe ich zu. Helfen wir auf der Suche nach der Zauberin, die gefangen wurde. Der Zauberer. So, lange Reichweite auf die 4. Ja, nicht so gut. 5. Dann überstreichen die Grenze. Ne, 6. Und die Grenze überschreiten. Ja. So, Stärke 3, Widerstand 3 auf die 4. Während 3 Zombies gegen die Knie. Oh no! Nicht die Zombies. Und weil sie es können, 2 schießen nochmal hier auf. Verfluchen. Die 2 Bogen müssen noch drauf. Einmal trifft, Stärke 4, Widerstand 4, Stärke 3, Widerstand 4 auf 5. Was ist denn auf hier? Aber verwundet. Auf die Rüstung. Jo. Kling. Kann auch so schön. So, die könnten jetzt hier gleich auf die schießen. Haben wir die 24, oder? Ja, natürlich.
Okay. Fünf Schuss. Schießt da einen jetzt gut rein? Also zwei Stück müssten eigentlich, glaube ich, so. Dann mache ich die, ja, mach die schwieriger gut. Also sieht zumindest so aus. Ja, mach ich der eine auf jeden Fall. Nein. Ich mache beide, ich mache zwei. Mhm. Also das heißt auf die, weil du hast dich bewegt, oder? Ja, das ist ja leichte Coverlock. Ja. Ja, aber den hast du für... Jetzt musst du oben auf. Doch, für geschossen schießt er trotzdem. Du hast dich bewegt. Schießt er trotzdem. Du hast bewegt. Ja. Und... Du hast Bär 4, ne? Bär 4, ja. Also auf 5. Auf die 3, auf die 4, dann Reichweite. Ja, auf die 5, genau. Beziehungsweise auf die 6. Nein. Und jetzt die anderen 3. Die 5. Oh ja. Oder? Ja doch. Einer. Yes. Gut. Auf die 5. Oh, auf die 5. Passiert. So, die Hui! Das war es jetzt mit dem Schuss. Ja. Der Nahkampf hier. Ein Angsttest. Ein Angsttest, bitte. Ein Angsttest. Bitte nochmal die Doppel-6, das wäre lustig. Ja. Eine 9. Ja, das war wirklich lustig. Eine 7. Schade. Ja. So, Ariltan hat 3 Attacken mit das Schwert der Macht. Ich habe es nicht klar. Ja, KG von 6. Ja. Ich darf wiederholen. Ja, zum Glück, Erik. Mhm. Jawohl, alle 3 treffen. Mhm. Stärke 5, Widerstand 3. Ja, die 2. Auf die 2. Na komm. 2 Stück. 2 Stück? Ja, aber ich meine, du hast 3 Attacken. Ja. Auf die 4 treffen. Genau, auf die 4 treffen. Komm. Schade, einer trifft. Stärke von 5. 5. Komm. Ja, einer tot. Einer. Keine Rüstung mehr. Ja, keine Rüstung mehr. Okay. Das war das Blutopfer. Das macht die halt so bärtig, aber ja, die sind tot. Okay, Nahkampfergebnis mal rein pro forma. Angegriffen, Standarte, 2 rausgehauen. Ja. Ich hab du hast mir einen rausgehauen, verlierst um 3. Die vergehen praktisch in der Luft. Ja, das war blöd. Du hast wahrscheinlich recht gehabt. Besser gewesen. So. Naja. Egal. Ich muss halt auch sagen, das ist ja das dritte Spiel, wirklich, dass ich hier mal. Nee, das ist das vierte Spiel. Gegen Hochwert plus 2. Das heißt, ich kann mich jetzt neu ausrichten mit denen, ne? Jo. Genau, das mache ich dann auch. Das ist geil, ja? Mit Schluss. Ja. Haben wir ja mit Absicht gemacht, dass er Erik mal wieder. Ja, ja, das ist der erste Hauptgefühl. Ja, gut, das war jetzt die erste Runde der Hochwert. Nur deswegen. Runde Nummer 2, der Vampirfürsten. Ey, das Wies ist doof. Ja. Du, ich muss das machen. Das ist gut. Das hätte ich doch genauso gemacht, alles gut. Ja. Ja, nee, ich hab mir nur gedacht, wir haben. Ja, das war blöd, dass wir die hier hingestellt haben. Ich bin der Gegner. Ich hab, alles gut, alles gut. Ich hab das gesehen, dachte mir so, als die Kamera eingestellt so. Ja, ja. Ich weiß halt, dass ich, das ist, man muss sich da zusammenreißen. Ja. Boah, was ich noch vergesst vor Freude. Genau. Ja, ja, ja. Das hat so ein gewisses Pokerface, das ist schon wichtig. Ja, die dann müssen auf jeden Fall. Ja. Nach vorne? Ja, da raus. Ja, ist halt besser. Na? Ja. 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 Ich würde sie hier stellen. Ja, 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 ja. Mach, mach, mach. Also kein Angriff anfangen? Ja. Kein Angriff. Kein Angriff. Genau, die verflucht. Na! Ja. Plötzlich haben die so 3W6, weil die so krass sind. Ah. Genau. Ja, ich muss mich halt vor der Magiephase in Acht nehmen. Naja gut, wenn die so gut wird wie gerade eben, dann brauchst du dich vor gar nichts hinzustellen. Ja, wie gesagt, das ja, ja, klar. Heißt noch gar nichts. Also die Sensenreiter, ja, die waren gefährlich, das gebe ich zu. Ja. Aber solange Vampirin und Nekromant noch da rumlaufen, ist noch gar nichts vorbei. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Na gut, das heißt, wenn es sehr gut nächste Runde kommt, dann. Naja, so. Magic! Informatik! Er kriegt 3. Okay. Ich springe 6. Die kanalisieren. 3 Würfel. Genau. So. Zum Bann. Ja. Erstmal die Magierin. Ja, Zähler 6. Kanalisiert. Der Magier. Oh. Auch. Du hast es mit der Ecke, gell? Ja. Da kommt zwei Energiewürfel dazu. Die Ecke arbeitet für uns. Genau, die Ecke. Das ist, weil die aus Hoef kommen, ne? Aus dem magischen Land. Du klaust mir meine Energie. Finsterer Schurke. Beides finstere Schurken. Genau. Ja, ich lerne die mal so an. Die sind fies. Der Meister. Den Fluch der Jahre.
Okay. Nein. Komm schon. Ja. Dann ist sie doppelt 6. Kommt gleich. Okay. Okay, dann würfel mal für jedes Modell für jedes auf die 6. Der ist sein Chef. Genau, sein. Auf die 6, ne? Ja. Auf den Chef. Nein. Nein. Ist da ein Champion drin? Ja. Dann den Champion? Ich laufe dir hinterher. Ja. Dann ist der Matschepunkt. Und dann und der Adlerhelm altert in Sekunden. Dann nochmal 8 Stück. Nee, 7, oder? Ja. Das einer? Wie krass das aussehen muss. Heißt, du bereitest gerade so und dann sagst du gut schon. 3 habe ich verwendet. Das habe ich auch okay. Also Fluch der Jahresecht. Nee. Bleib. So. Du machst jetzt, was passiert. Genau, was? Und? Eine 1 und eine 5 ist eine 6. Das ist zumindest schon mal keine Magieerdung. Was passiert? Ja. Detonation Action. Erinnert mich mir das allgemeine Buch mal von dir? Ja. Dankeschön. Kontrollverlust Nummer 6. Katastrophale Explosion. Zentriere die 3 Zoll-Schablone über dem Zauberer, jedes Modell unter der Schablone, inklusive des Zauberer selbst, blablabla. Allein ein Treffer der Stärke 10. Außer der Zauberer. Nein, alle. Nee, der Zauberer. Doch, der Zauberer auch, ja? Ja, der Zauberer selbst, der darf halt nur keinen Achtungswürfel. Das sind dann 2, 4, also 8. Und der Zauberer, ne? Ja. Macht den Zauberer zuerst. Der Zauberer auf die 2. Hat ja. Ja. Nein. Dann nur noch ein Lebensraum. Schade. Und jetzt nochmal 8 Skelette. Oh, also den Samen der Wiedergeburt gegeben, ne? Clever. Höchstens 3 Hensen. Das sind dann 5. 5 Snäcke fliegen in Luft. Ach, der bleibt drauf, ne? Ja, das bleibt okay. Ich kann ja dann in meiner Runde die Runde bannen. Aber auf die normale Kopfstelle. Und jetzt würfel ganz niedrig für die. Nein. Du machst jetzt Energiewürfel. Die für die verschwischen. Achso, ja. Komm schon. 3 Stück. Dann hast du noch 2 Stück. Ja. Wie Arelton immer sagt, Finger weg von der Zauberei. Aber er will sich einen Magier besiegen. Ja, alles klar, Erwin. Er will ihn retten. Ja. Ja. Dreht's dir schön. Mach hin. So, was machst du jetzt? Die Frage ist, darf der Magier? Doch, der Magier darf ja theoretisch auch mit seiner. Der kann wieder zaubern. Ja, genau. Oder dann mache ich mit ihm auch die Zombies Anruf von der 6. Keine Ahnung. Ja. Natürlich. 8. Nö. Schade. Naja. War ja klar. Okay. Das ist alles Eriks Schuld. Ja. Meine zweite Runde jetzt. Du hättest eigentlich auch 3 Würfel verlieren müssen. Ja. Nee. So, Areltan spürt dieses Knistern auf seiner Haut, diesen Fluch muss er loswerden. Aber zuvor sagt er einen Angriff auf die Zombies an. Ja, was? Zombies sagen nicht. Lehn ab und renn weg. Ja. So. Ja, dann guck mal, wie viel brauchst du denn, Monsieur? Also, rein das Protokoll. Ich brauche. Hier auf der kürzesten, oder? Ja, 14, 13 Zoll. 13, also eine 4. Ja. 12 Zoll. 12 Zoll, ich brauche also Minimum eine 4. 2 Einsen knackt tot. Nein! Jawohl, ein 7. Kannst du nicht mal niedrig würfeln? Mann, Erik, das ist doof. Aber jetzt stell ja eigentlich die Wahl, oder? Ich bin mit allen in Kontakt. Ja, aber ich meine, würde der jetzt nicht im Wald stehen, wenn du wachsen wärst? Ich hab maximiert, die sind alle dran. Ich weiß. Die will ich mal ärgern. Ja, dann kannst du ja auch versuchen. So. Nee, sie sagen kein. Warte, ich besetze das. Boah. Ja, genau. Genau. So. Das sind mächtigen Hühnchenritter. Hühnchenritter.
So, würdest du mal so frei sein, halt ohne mal die Grenzreiter so einmal da um den Wald herum galoppieren lassen, bitte? Ja, kannst du aber nicht mehr los. Ja, genau. Wie viel haben die? 14 oder 16? 18! Ja, weil du hier auf 15 gemacht hast, Erik! Genau. Wir sehen jetzt, wie regelkonform der Ole. Ja. Natürlich mit Blick in die Richtung hier, ne? Also zu dem andersrum, andersrum. Das hast du nicht gesagt. So, nicht so schnalzen lassen. Ja, sehr gut. Hallo, das muss doch ganz gut bleiben. Das ist keine Garantie mehr. Ja, genau, nein, das ist keine Garantie mehr. Oh nein. So, meinst du ja auch nicht mehr. Oh Gott. Wir nutzen ihre vollen 18 Zoll aus und stehen jetzt im Rücken des Feindes. Franzosen. Nein, das sind die Betonen. Ja. Gut, die Engländer, Franzosen. Die Engländer, Franzosen, genau. So geil. Okay. So. Ja, die haben halt das Beste von beiden Völkern, ja. Bewegungsphase wäre fertig. Kommen wir zur Magiephase. Ich möchte nämlich versuchen, den Fluch zu bannen. Weißt du, sechs, ja? Hau rein. Eins, zwei. Kannst du nichts dagegen machen? Sechs. Was für eine Kompetenz hat der? 12. 12, gut. Versuche ich den mal loszuwerden. 5, 1, los. Ja. Ist gebannt. No! Naja, passiert. Ja. Das ist ein bisschen was gestorben. Boah. So. Ja, ich meine, wenigstens ein Champion ist tot. Ja. Gut, dann kommen wir zur. Ja, zum Schießen. Zum Schießen. Hätte noch einer gefühlt. Ja, schön. Verdammt. Immer nur der volle Erinnerung auf die Verfluchten. Querschneider, Mehrfachschuss auf die. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss aus der Adlerklauen-Sperrschleuder. Die jetzt aber schon auf kurze Reichweite ist. 6 Schuss auf die 3. Ja. Treffen 5 Stück. Ja, kann man mal machen. Genau. Stärke 4, Richtung 4 auf die 4. So, sind 4 Stück. Gehen zu Boden. Ja, klar. Die zweite Adlerklauen-Sperrschleuder ebenfalls, aber ist noch auf lange Reichweite, oder? Ja, lange Reichweite. 6 Schuss auf die 4. Jawohl, das sieht gut aus. Wieder 5 Stück. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Schieß ich jetzt auf die Skelette oder auf die? Also, auf die. Also, nochmal 3 Stück. Auch wieder 6er Rüstungswurf. Wow. Nochmal 3 Stück. Die. Also, die Würfel sind mir heute mitgeheuer. Die Sägerdisten legen an. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Schießen ebenfalls auf die Versuchten. So. Auf die 4. Ja. Ja, besser aus als vorhin. Sind auf jeden Fall 2, 4, 6, 7. So. Stärke 3, Widerstand von 4 auf die 5. Während 2 Stück Rüstungswurf auf die 4 plus. Schwere Rüstungsschild. Na komm. Wieder. Nochmal 2? Ich glaub nicht. Was? So. Ich hab schon was neu gewürfen. Ja. 2. Ich hab schon gesagt, ich versenke die hinten halt. 2 Schützen vom Streitwagen von Huel. Lange Reichweite auf die 4. Treffen beide. Stärke. 3, Widerstand 4 auf die 5. Verbunden. Kein. So, die Elianischen Grenzreiter in den Rücken der Verfluchten. 1, 2, 3, 4, 5. Bewegt auf die 4. Ja. Bald kommt es nach rechts. 2 Stück. Immerhin. Immerhin. Auf die 5. Keiner. Die Elianischen Grenzreiter da hinten schießen ebenfalls auf die Verfluchten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Bewegt lange Reichweite. Auf die Flucht. Keiner. Hui. So. Die
Verfluchten haben es von allen Seiten Feuer gekriegt, sind ausgedünnt. Hausaufgaben gemacht. Dann kommen wir zum Nahkampf. Da. Erstmal Angsttest, ne? Natürlich. Komm schon. Auf die 9. 10. Eine 11. Ja. Dann haben sie Angst. Treffen halt nur auf die 5. Nee, auf die 4. Ja. Gut. Wir haben das gleiche Kampfgeschick. Genau. 1, 2, 3, 4. Shelly ist nicht mehr drin. Beziehungsweise erstmal der Arretan, der hat die höchste Initiative. Drei Attacken. Trifft zweimal. Da ich nicht das höhere Kampfgeschick habe, fällt das weg. Ich darf nicht wiederholen, weil ich Angst habe. Stärke 5. Du hast doch gehört, es geht doch um die Initiative. So. Komm schon, ich will machen. Auch mal eine Folge. Ja, dann. Halt. Stimmt ja. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attacken der Hochelfen. Ich habe gedacht, er vergisst es. Auf die 4. Ich darf wiederholen. Keiner getroffen. Boah, gut, dass du deinen wiederholen hast. Mach den guten Bogen weg. Ja, 4. 3 Stück. Stärke von 5 durch die Lanzen. Auf die 2. 2 Stück. Und dann nehme ich gerade die 5 Rösser noch da vorne. 2, 4, 5. Treffe dich auf die 3, weil die werden davon nicht getroffen. Komm schon, ein Zombie muss noch stehen bleiben. Das wäre so geil. 2 Stück, Stärke 3, Widerstand 3 auf die 4. 2 Stück. Du, jetzt muss ich aber auch ein bisschen was vorausnehmen. Ja. 5, 6 Attacken. So, kommt. Ihr modrigen Zombies. Leistet immer was für die Armee. Immerhin 4 Stück. 4 Stück. Stärke 3, Widerstand 3 auf die 4. Ja. Kein. Wow. Ah. Sie haben es gerissen. Okay. Ja. Aber gerade so mit Angst. Weißt du, Zombies, weißt du, die greifen entsetzensverursachende Sensenreiter an, ja? Und dann wundern sich, wenn sie mich treffen. So, also, angegriffen. Ich habe hier 5 Stück rausgeschlagen, habe einen Standarte. Ja, du hast nichts. Verlierst du um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber. Wow. Damit löschen die sich auf. Aus. Und ich überreite natürlich. Hätte ich mindestens 2 killen müssen, um das aufzuhalten. Ja. Deswegen habe ich gedacht, geil, vielleicht reißen ja mal die was. Ja. Aber nein, das will ich nicht. Peel ja geradeaus, komm hier dran und klapp ein. Ich hoffe mal, dass er jetzt wenigstens nicht wieder Angst kriegt, der Arretan. Und? Ja, hoffentlich. War wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verwirrt, ja, weil plötzlich diese wankenden Leichen da aufgetaucht sind. Das war noch der Wein vom letzten Mal. Genau, so. Wenn der um die Ecke chargen wollte, stürmten die aus dem Wald ran. Gut, das war jetzt die zweite Runde der Hochelfen. Dritte Runde der Vampirfürsten. Ja. Angriff. Weißt du, da beschwert er sich über Zwergenballerburgen, aber spielt er eigentlich auch so eine halbe Ballerburg? Ja. Der hört drauf. Ach, Moritz, du musst ja erstmal die Armee kennenlernen. Zumindest erfährst du jetzt, was für Fehler du nicht machst. Dazu. Brauchst also eine 10. Also ihn greifst du an. Was haben Sie vorgenommen? Genau, für die Schuhe. Ich wollte gucken, wie ich angreifen. Das ist nur 13. 9. Kann die dann überhaupt zaubern? Klar. Da? Oder da? Wenn du verpatzt, kannst du trotzdem. Ja. Wo? Nee, es geht meint nur darum, wenn ich ihn verpatzt. Wobei, da bin ich eigentlich noch relativ in der Freude von dem Streit. Ach komm. Also Streitwagen oder? Streitwagen oder? Nee, auf die Siegerdisten. Dann wählen wir schon stehen und schießen. Ja. Einfach mal probieren. Nein.
Langsam müssen die Würfel hier Holz sein. Ja, also. Ich hab noch nie so viel Pech mit denen. Also. Ich glaube echt, du brauchst irgendwie neue, oder? Ja. Auf den Vieren? Hätte ich mal meine Roten mitgenommen. Ja. Die haben mich wenigstens nie enttäuscht. Wow! Ne, auf die 5, oder? Nee, stehen und schießen. Ich hab BF von. Ich gebe nur eine minus 1. Die habe ich nicht bewegt. Die greifen ja, nicht an. Das ist ja trotzdem nur noch lange Reichweite, oder nicht? Du hast doch nur 24, oder nicht? Ja, also, gut. Also die 5, ja. Aber es ist trotzdem ein ziemlich guter Wurf. Ja, ja, nein, nein, das. Also, ja, ja, natürlich. Nein, nein, klar, natürlich. Ja, ja, nein, 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 nein. Jetzt auf die 5. So. Na komm. Ja, auf die 5. Wären 2 Verwundungen. Auf die 4. Jo. Jo. Komm, wenn das jetzt mal so. Komm. Naja, stimmt, wenn du jetzt 6 oder 5 machst, dann können wir. Mann. Here we go. Natürlich. Eine 4! Natürlich! Natürlich! Reicht das natürlich nicht? Klar. 2 Zoll nach vorne? Es war mir wieder so klar. Diese Scheiße. Ah ja. Anderes Farbschnitt. Magic Phase. Ja. Magie Phase. Okay. 5. 3. Kanalisieren? Genau. Nein? Nein. Siehst du, hast du gesehen? Ich hab, durch die Hand habe ich die Magie abgeschöpft. Ja, es war zwar ganz knapp, wären sie noch ein kleines Stück näher. Erste Kanalisierungswurf 5, zweiter auch 5. Durch meine Hand habe ich die Magie aufgehangen. So. Gute Jahre möchte ich nicht machen. Nicht? Okay. Weil du der nicht so ein Ewig ist. Nein. Der wird ausrasiert. Natürlich. Der ist gleich tot. Ja, was meinst du, warum ich den nach da vorne getan habe? Es ist doch klar, dass er das macht. Da würde ich versuchen, mit dem Champion eine Herausforderung auszusprechen. Das ist scheißegal. Das ist das Traurige, das ist ja egal. Er kommt ja trotzdem mit einem oder zwei Rittern ran. Das ist halt das Blöde. Und es macht eigentlich keinen Sinn, dass einfach was du halt machen kannst, ist, du kannst Anruf von Nähe darauf machen, dann kriegst du wenigstens, wenn das durchkommt, noch Lebenspunkt durch. Ja. Und mach halt auf die 6 Anruf von Nähe. Und 2 Stück. Ja. Allerhöchstens. Ja. 9, 11, ja. Anruf von Nähe, das heißt, da kommen noch welche dazu. Genau. Weil der Meister Nekromant ist. Nö. 9, ne? 9, 10. 11. 11, okay. Na komm. Nö, Erik. Ne, gut. Das heißt, der Nekromant hat wieder seine vollen Lebenspunkte. Mhm. Und W6. Na komm. Die 6 plus deine Magiestufe. Mal was hohes. 3. 4. 4. Das sind W6, nicht W3. Ja, gut, stimmt. Und du hast jetzt noch übrig? 3, ne? Ne, 2. Oder? Ein Skelett. Nein, nein, ich meine. Achso, ja, 2. Ne, ich hab 2 genommen, ich hatte 3 schon. Hast du noch 3. Ja. Dann würde ich mit der Nekromantin. Ach, mit der Vampirin würde ich, glaube ich. Was du auch machen kannst, ist, du könntest. Und jetzt Totentanz mit dem Nekromanten, aber du willst schon einen Würfel nehmen. Du brauchst einen 6. Er hat nichts mehr zum Bannen. Okay. Dann probier ich es mal. Dann kannst du mich mit der Vampire nochmal die Verfluchten aufpumpen. Okay. Und ich finde, da sind 2 Würfel ein bisschen sinnvoller. Reicht nicht. Dann. Anruf von Nähe, komm auf die Verfluchten. Komm schon. 6, ja. Okay. Gut. W6 Modelle? Na komm, mal was höher. Wohl wäre gut. Wäre schön. Wär schön. Ja. Dann kriegt er trotzdem 3. Ja. Erik! Eine 1! Auf Ansage! Er fängt schon wieder an wie gestern. Ja, das ist so los. Aber hey, es sind wenigstens 3 Stück. Ja. Es ist halt das Coole wegen der Energiestufe, aber es ist trotzdem scheiße. Ja. Das wäre halt wieder geil. Oh. So. Aber weißt du, er hat halt wieder dazwischen gefunden. Ja, ja. Es war alles der nächste. Ja, genau. Ja, so. Okay. Ja, Nahkampf. Denke ich mal, mach Angsttest bitte. Ja. Jetzt ist so schön verkacken. Oh. Ja! Nein! Er hat die 9! Trenne mal den Würfel und dann ist da wenigstens eine 4. Ja. Ich find schon, dass du in Angst des Zerkettes verkacken können. Das wäre schon fair gewesen, Erik. Ja. Ja, genau. Ich schlag natürlich auf den Nekromanten.
Buh. Das waren 3 Attacken. Ja, Buh. Würdest du auch machen. Buh. Ja, ich weiß. So, auf die 3. Ja, nochmal. Stärke von 5 auf die 2. Dann sagen wir hier geburt noch. Naja, wenn du einen schaffst, gut. Du hast ein Schwert, du hast da so ein... Nein, das ist kein Schwert. Magisches Schwert. Hört er noch? Ach, es hat Stärke 5. Nein, er hat plus 1 Stärke, weil das ist ein... Das ist doch der Held. Achso. Ja. Der hat auch Stärke 4. Eine 6, eine 6, eine 6. Wenigstens. Nein. Dann ist er tot. So, dann meine... Das ist doch eingeschleichter. Ja, das ist genau richtig so. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau richtig so. Nächste wieder. Sechs Attacken. Jetzt wird er eigentlich auf diese gemacht. 4 auf die. Und nun hätten wir mal die Bucke. Auf die 3. Ja, stimmt. 2 wiederholen. Gut, dass du es wiederholen darfst. Ja. Du bist. Wer wollt alle? Stärke 5 auf die 2. Ja. 3 Stück. Ja, wenigstens etwas. 3 Tote. So, und nochmal die 5 Pferde vorne. Treffen auf die 3. Stärke 3, die Distanz 3 auf die 4. Dann hast du noch deinen Rüstungswurf dagegen. 2 Stück. Ja, komm. Wenigstens mal etwas. Come on. Einer. So. Dann dürfen 4 zurückkommen. Komm, jetzt mach ich. Stech ihm ins Auge und blende ihn. Ja, das wieder KG 5 oder 4 hast du gesehen? KG von. 4 habe ich nicht. Dann hast du noch die 4. Huhu, komm mal. Und auf die 4, komm schon. Komm schon. Ey, die Würfel, die kommen nachher wirklich in den Müll, die sind scheiße. Als ehrlich. Angriffe, Pflanze, Standarte, rausgehauen. 4 Stück. 2 Lebenspunkte vom Nekroman. Den Rennen kriegst du nicht, du hast die Standarte. Und das war's. Verlierter oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Naja. 8 Städte fallen zusammen. Du mogelst. Hochhelm. Sehr schön. Der Pirat hat ja nicht gepackt. Ja, nein, Hochhelm. Doch, du kannst im Wurschen eine Augenklappe machen. Ja, genau. Okay. Wir müssen das authentisch machen, ey. Komm her. Ja. Auge ausgestopft. So, jetzt bist du wieder. Gut. Dann meine Runde, ne? Nein, er darf noch eine Neuformierung machen, wenn er das möchte. Machst du eine Neuformierung? Kannst du mit Doppel 1 machen, wenn du willst. Wäre natürlich schön. Jetzt kann mal ruhig was Niedriges fallen. Den brauchst du Doppel 1. Was natürlich jetzt wieder nicht passieren wird. Na, fast. Ich meine eine 1. Das wäre jetzt wirklich schön gewesen, so Doppel 1 so. Das erlaubt mir. Okay, dann Angriffe. Ja, wie sage ich es am besten? Feigling. Also, die Sigardisten. No, das heißt ja noch nichts, der braucht trotzdem 5 und 5 verbunden. Ja. Aber es ist halt trotzdem wieder... Ja, das ist voll scheiße, ja. Ja. Die Sägerdisten? Er hat gerade mal 3 Figuren verloren. Mhm. Das ist halt gar kein Vergleich. Ja. Die Sägerdisten sagen, ich ziehe einen Angriff an. Jetzt möchte er dann sein Skelett zermürben. Und die Eliranischen Grenzwarte da hinten sagen, Angriff im Rücken an. Jo, komm, wir treiben halt. Ich kann ihn damit aufmachen. Du kannst auch einfach mal angreifen, da angreifen, hallo? Ja, da ist der noch ein Feigling. Da ist ja wieder ein Feigling. Ja, komm, als ob der jetzt mal unmisst, als ob das jetzt noch irgendwas ändern würde. Erik hat doch eh schon gewonnen. Moment, ich muss mal nachdenken. Außer er würfelt jetzt 2 Runden lang durchgehen, einzeln. Du würfelst wie Gott, was sowieso nicht passieren wird. Ja. Also von daher. Der Kommentator vom Spielfeldrand. Ich sagte nur leider, was Sache ist. Wir haben es halt leider. So. Ich habe halt leider Moritz eine falsche Idee gegeben. So, dann hier. Aber selbst wenn die Magier auf Stufe 1 gelassen hätten, hätte das nichts geändert. Ja, leider. Also, sind. Ach halt, das fällt ja jetzt weg. 13 Zoll. Ich brauche also eine 8. Er hat seine Punkte leider nicht eingeholt. Oh, doch, vielleicht. Wie viele? 2 Eine 8. Ja,
Du hast Grundbewegung 5. Genau. Ja, 13. Genau das habe ich gebraucht. Ja. Das ist egal. Wir stehen und schießen. Ja. Wir werfen ihn mit Beschimpfungen. Wir werden die ganze Zeit von da hinten sagen den Angriff an. Guter Plan. Ja. Müsste ich auch mal aufnehmen, sagt es. 3 Millionen Kilometer. 3 Millionen Kilometer, jawohl. So. Ach, die bräuchten eine 18. Eine 18. Ja, eine 9 brauche ich. Komm schon, das darf ja auch mal versemmeln. Eine 8, nein. Endlich. Also 5 Zoll, die nach vorne gehen. Vorne kriechen. Genau. Du kannst ihn auch einmal umdrehen. Er wird umgedreht und dann fliegt. Genau. Wir würfeln jetzt einfach, in welche Richtung sie laufen, dass sie vernichten. Ja, genau. In den Wald, klar. Hey. Das dann, war lustig. Ja, Magiephase. Wie, keine weiteren Angriffe, Erik? Ich bin enttäuscht. Nö. Siehst du mal, er traut sich wieder nicht, die Verfluchten anzugreifen. Auf jeden Fall, doch, ich könnte noch mal hier so ein bisschen. Jetzt sagt er wieder mit einem Streitwagenangriff auf die Blätter. Ja, genau. Ja. Aber er passt da leider nicht an. Aber der dreht sich einmal rum, fährt mal 5 Zoll zurück und dreht sich wieder rum. Ich übersetze das mit langweilig. Das war ja wieder so klar. Jetzt weiß ich auch, warum Erik immer gewinnt mit der Armee. Ja. Er wartet immer, bis fast alles tot ist und dann. Ja. Vorne. Ey, ich sag doch, eine halbe Ballerburg. So, kommen wir zum Ballerburg. Schießen! Speerschleuder! Ja, alle außer einer Einheit haben Beschuss, oder? In deiner Armee. Und können kämpfen. Ja. Kampf, als auch Beschuss. Ja, aber das haben sie nur bei so einem Stück mit der. So. Speerschleuder rauf. Ja, ja. Was ja wieder logisch war. 3. Ja, ich nicht 2x5 wie vorhin. Ja. Stärke 4, wir standen 4 auf 4. 2 Stück auf 6. Ja, eigentlich brauche ich nicht zu würfeln, ich weiß ja, da wird eh kein 6 dabei sein. Ja. So, wir haben schon Grenzreiter im Rücken. Wie? So. Also die auf da. Der eine dürfen nicht schießen. So. Stärke 3, Widerstand 4 auf die 5. 2 Stück. Eine. Komm schon mal, wenigstens eine 4. Eine 4. 1-6. Gut. Die auf die. Die haben sich bewegt. Lange Reichweite auf die 5. 2 Sechsen. Natürlich. Auf die 5. Eine verwundet. Gut, die Sperrschalter sieht erstmal nichts, weil das sind befreundete Einheiten davor. Macht nichts, schieß rein. Schieß rein, schieß rein. So, dann da vorne Nahkampf. Angsttest. Beide Einheiten. Angsttest hier für die. Auf die 9, weil der Chef in der Nähe ist. Jawohl, geschafft. Dann für die Silberhelme auch geschafft. So. Wäre aber wirklich schön gewesen jetzt. Ja. So, die Silberhelme. Ah! 17, insgesamt 18 Attacken. Ja, hallo, dann triffst du Silberhelme auf die 3. Auf die 3. 15. Kommst du nur auf 18 Attacken? 18, weil es 17 sind. Die dürfen aus einem Rang mehr zuschlagen. Wo ja, du bist. Nein, Erik, aus 2 Ringen. Oder? Nein, aus 2 Ringen Ring darf ich sowieso zuschlagen. Ich darf das auch allen. Nee, ich hab ja gesagt, ich bin gesperrt, ja. Nee, weil du Hochelf bist, Erik. Nicht, weil du kannst, weil du Hochelf bist. Weil ich Hochelf bin. Weil du Zappelphilipp bist. Ja, ja. So. Man nennt es einfach nur Hochelf. KG 4 auf KG 2. Nein, auf die Gegner im Fantasy. Auf die 3. Fall, ja. Really High Elf. Darf ich wiederholen? Wenigstens, dass du da gegen den parieren. Ja. Gut, alles Treffer. Ja, ich fürchte jetzt danach, dass du keinen Bock mehr zu spielen. Stärke 4. Nee. Hab ich auch nicht, also ganz ehrlich. Aber die Würfel sind auch scheiße. Ja, ich verstehe es nicht. 2, 3, das ganze Wochenende. 6. So wie scheiße. 6 Verwundung. 6 Rüstung, 5 Rüstung und 6 Reparieren. Los, go. Ich glaube, wenn es jetzt nicht mehr klappt,
packst die gerade eine Speise in die Hülle, ganz ehrlich. Ja, ja. Immerhin, drei Stück, siehst du? Das haben sie gehört. Ja, aber den nahenden Untergang könntest du nicht mehr von sich hören. Ja, und was die sonst eigentlich alles gemacht haben, auch bei den Kropfkönigen hier so am Wochenende total am Versagen. Wir können hier noch drei von den. Also der Chef natürlich auch hier. Ja. Ich nenne ihn jetzt nur noch General Günther. Ja. Hat er jetzt davon. Drei Stück auf die zwei. Der einzige Vorteil jetzt tatsächlich. Drei Stück. Zwei Reiter. Schon bei den anderen wieder raus. Zwei Reiter auf die drei. Stärke 3, weil die Lanze weg ist. Ja, wenn er gleich. Eine Verwundung auf die 5, kein Parade. Hm? Wenn er sich das gleich zutraut, kannst du vielleicht wenigstens deinen Helm unboxen. Okay, oh. Schau mal. Oh! Die Würfel werden besser. Sie werden besser. Sie haben die Drohung des Mülleimers langsam ernst genommen. Noch die drei Pferde? Ja. Die hast du doch gerade schon gemacht, Erik. Nein, das waren die beiden Kämpfer oben drauf. Pferde habe ich noch nicht. Achso, schon. Ich hab gedacht, was für ein Pferd habe ich noch nicht. Entschuldigung. Aber 3. Auf die 4 von. Zwei Stück nochmal. Du weißt, dass dein Armee scheiße ist, wenn sogar die Pferde besser integrieren als du. Ja, so. Wir dürfen zwei zuhauen. Mach also zur Seite. Nee, ich würde lieber versuchen, auf die zu fahren. Ja, gut, mach halt. Okay. Lieber alles in die rein. Mhm. Da besteht wenigstens die Chance. Das heißt, das sind 7, 8, 11 Attacken. Kommt. Einfach nur 5 oder 6. Nee, 4er noch. Ja, kein Kopf geschickt. Wow. Okay, die haben es wirklich gehört. Die haben mich echt gehört. Auf die 4. Ja, genau. Erstmal gucken. Ja, aber drei Stück. Drei Stück? Sie haben übrigens Todesstoß. Leichtrüstung, Schild auf die 5. Komm. Einer schafft's, einer nicht. Drei Stück? Drei, nicht zwei. Entschuldigung. Das finden wir da auch immer, ja? Siehst du? Ja, siehst du? Ja, nur deswegen, genau. Nur deswegen. So, Nahkampfergebnis. Angriffen, Flanke, Standarte. Zwei Ränge. Zwei Ränge. Ja, nee, ein Rang. Aber ich sag's mal so, es ist ja eigentlich. Stimmt, ein Rang. Und du hast dann und dann hier sechs Ausgaben. Also, du hast jetzt einen Ein noch. Ja, aber hier zum Beispiel. Ist scheißegal, die Einheit zerfällt eh. Ja. Also, angegriffen. Standarte. Ein Rang. Flanke. Achso. Ein Rang. Wenn du noch 20 oder also wenn du noch 3 und 6 7. Stück. 7. 7 rausgehauen. Ja. Also, 7. Und er hat dir 2 rausgehauen. Und Standarte. Und Standarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Stehen noch 2. Ah, stimmt, sind noch 2. Ja, der Champion und der Standarte. Hier. Huh? Wow. Halten wir nichts mit das. Das ist scheiße. Tja, das kann jetzt gut für dich sein, Leute. Fängst du mir wahrscheinlich gleich in die Hand. Ja, sieht doch nichts. Also. Oder ich sehe das gerade falsch. Ich bin der Meinung, er sieht dich nicht. Er sieht nicht. Ja, eben. Aber genau. Ja! Genau in der Kante. Also, ne? Das einzige, weißt du? Ja. Das ist das Problem. Problem ist halt scheißegal. Entweder, also er kann sich jetzt in die Front drehen, dass zum Beispiel, dass er gleich davon ausgeht, dass die Ritter angreifen. Ja. Das Einzige, was er noch machen kann, ist die versuchen, die Skelette hochzupumpen nochmal. Nicht zu fassen. Okay. Moritz, was willst du machen? Willst du dich zu den Rittern drehen oder möchtest du kapitulieren? Nö, nein, keine Ahnung, aber willst du welche? Ich werde mich schon zu den Rittern drehen. Da muss ich ja jetzt einen Test machen, oder? Du hast schon nochmal eine rasche Öffnung gemacht. Genau. Ein Achter. Geschafft. Einmal drehen. Oh ja, das machen wir episch. Gibt's einen schönen Schreikampf gegen die Vampire? Ich bin gespannt. Das mache ich. Das mache ich. Rein, jetzt vom Fluff her. So, komm, Magie, komm, was soll's. Rück raus mit der Sprache!
Wo hast du Luz Randor versteckt? Ich nix wissen, ich nix dort. Hast du wohl! Was? Kanalisieren? Hey, willst du eine Frau hauen? Das ist kein... Damn, ja. Patsch! Oh nein! So, nein! Ein Witz war jetzt, du bist so ein Berserker. Du hast geschlagen! Bats! Und er wird einfach durchs Bild. Also, was denn Zauber? Oh, ich würde schon mal den Totentanz machen. Oh, okay. Oder? Weil es kommt mir ja auch trotzdem nicht ganz interessiert, wenn ich für die verfluchten. Totentanz ist dann. Ja, da wird schon zwei, nämlich drei. Oder? Oh, Totentanz macht nochmal was? Er darf sich. Verpatzt du. Mal bewegen oder was? Nee. Im Nahkampf verpatzt du Treffer wiederholen. Lies mal vor. Hallo! Also, meine Totenkanzel hat eine befreundete und untote Einheit innerhalb von 12 Zoll zum Ziel. Bis zum Beginn der nächsten Magiephase des Zauberers wiederholt die Zieleinheit alle verpatzten Treffer im Nahkampf. Ist die Einheit nicht in einen Nahkampf verwickelt, darf sie außerdem sofort eine Bewegung von bis zu 8 Zoll durchführen. Wow. Okay. Klingt auf die 6. Und dann ist das schon mit Zimmer. Und wenn ich das jetzt verkacke, kann ich auch das nicht mehr sagen, oder? Ja, naja, gut, ich meine, wenn du, wenn du jetzt wirklich mit zwei Würfeln unter der 6 schmeißt, dann würde ich die Würfel wirklich verbrennen. Ja, das ist gut. Du kannst auch 3 machen. Also ich meine, wie viel hat Erik noch mit 3, ne? Ja, das sind 3. Ja, deswegen. Probieren wir das, komm schon. Bitte kein Doppel 6, bitte nicht. Oh, nein, Moritz, verdammte Scheiße! Ja, immer wenn dann. Dafür kann ich jetzt nicht, ich weiß, ne? Immer dann, wenn's. Also Doppel 6 kommt. Also? Was ein Scheiß. Wir kommen wirklich gleich in eine Minute. War Hilfs Totentanz? Ja, bringt ja nichts. Also, dann gucken wir mal, wie viele wiederkommen. Nee, ist, nein, das passiert nicht. Nein. Ach so? Es ist nicht wie bei euch, bei den Rufkönigen. Das passiert nur, wenn ich anrufe, wenn ich anrufe von irgendwas. Also, was genau passiert jetzt? Ich hab gedacht, durch. Nein, das sind Lebenspunkte, die du zurückbekommst. Aber okay, von Charaktermodellen Lebenspunkte. Ah, okay. Nicht von Modellen, das wäre ein bisschen zu hardcore. Gut, also du kannst dich jetzt bewegen. Ja, wirklich nicht. Ja. Oh. Ja, nicht wie willst du dich bewegen? Hm? Kannst du dich nochmal 2 Zoll nach vorne bewegen? Nee. Bei 1 Zoll muss ich ja Abstand haben. Okay. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Mal sehen, was passiert. Eine 8. Das ist, nee, das ist nicht die Detonation. Dann gibst du mir das Ding hoch, bitte. Magische Rückkopplung. Ja. Ach, ja gut. Treffer der Stärke 6. Auf den Zauber. Ja. Also auf den 2. Ja. 4 Rettung. Kommt wahrscheinlich nicht. Ah, warte mal, warum? Doch. Safe. Nee, mit 4 Waffen hast so. Und dann wie viele Würfel du verlierst. Jo. Alles klar. Ja, das war ein Meter klar. Ja, ja. Okay. Würde ich mal gucken. Mach mal die Scheiße wieder. Gut. Gut. Ja, wow. Moralertest. Wow. Alter! Wenn jetzt hier nochmal. Ja, okay. So, dann Attacken von meinem. Ja, die kommen gleich. Ja, das ist so. Attacken von Aretan auf die. Ja, ja, mach's, ey, komm. Aber Angsttest geschafft. Sicher, sicher. Drei Attacken auf letztes Kette. Das ist so, ja, das ist eigentlich saudum einfach. Und 2. Ja, ja. Tot. Aber die letzten beiden Kette, zack, erledigt. Gut. Mit seinem Kackvogel. Dann mache ich hier Neuformierung. Das geht einfach. Ja, auf 8 Teller. Muss ich da nicht reichen? Mit dem Nahkampf zusammen. Stimmt, ja. So, komm, jetzt Erik, jetzt greift doch wenigstens an. Jetzt. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, kannst du, obwohl, das stimmt jetzt immer. Ja. Er greift an, die greifen an, die greifen an. Oh. Ja, heroisch. Ja, Arsch. Also, wie gesagt, hier. Ja, ja. Der Streitwagen versucht es.
zwar so klar. Ja gut, ich meine, ich muss sagen, Eric macht halt, ja, er macht halt, was wichtig ist. Das ist halt so, nur trotzdem ja. Kacke. Ja, weil, vor allem, wenn er auf der Gegenseite ist, halt Kacke. Ja. Wenn er ankündigt, dass er es heroisch macht, hat ich mal gedacht, noch? Jetzt greift er mal mit dem. Na komm, jetzt übertreib mal nicht. Außerdem, wie willst du das machen, Eric? Es kommt auf die Frage der Reihenfolge ab. Erst die schwenken ein, gehen hier rüber, lassen genügend Platz, dann kommen die dazu, dann die und dann er. Die Reihenfolge ist wichtig. No? Ja gut, aber du musst es für die... Ja, ja. Krass. Das ist einfach nur feige. Ja, so. Nein, effizient. Hocheffizient. Ja. Nee, einfach nur feige. Das ist einfach nur feige, ganz ehrlich. Silberhelme? Sag nein. Ja, Moritz, wir haben praktisch ein bisschen was blöd gemacht und halt auch einfach würfeltechnisch die Würfel so unterlegt. Mit dem Moritz brauchst du die Sorte nicht würfeln, der Moritz wird irgendwas anderes spielen. Nee, ich werde einfach die Würfel wegschmeißen. Die greifen an dich. Nee. Ja. Schon das ganze Wochenende. Ja, was ist das? Da brauchst du nicht würfeln. Du sollst hier mitspielen, hier geht's mit Karten. Und dann ziehen wir die falschen Karten. Ich glaube, ich mache heute einfach und morgen vielleicht nur noch was am Handy. Dass wir vielleicht. Ja. So, und jetzt hier der Streitwagen, der ist die einzige Sache. Komm, wenigstens kommt der nicht in den Nahkampf. Es wäre zumindest fair, ja? Ja. Was wahrscheinlich auch nicht passiert, ganz ehrlich. Ja, natürlich nicht. Also eine 18, also brauche ich eine 9. Ja. Ja, drei Würfel. Jo. Drei Würfel. Jo. Eine 10. Oh. Natürlich. Hey, ich merke, warum Erik bis jetzt mit dieser Armee sehr viel gewonnen hat. So. Ja, aber man hat eine halbe Baller. Pass auf, ich würde sagen, wir sparen uns dieses ganze Gewürfel hin und her und machen einfach mit der Vampirin und Arentan einen coolen Endkampf. Machen wir das, oder nicht? Ja. No? Können wir machen. Darf der Moritz was anderes als ein Würfel? Sagen wir einfach, er tötet deinen Helden, das finde ich sehr fair. Wir stellen ihn mal raus. Ja, mal schön, wenn es klappen würde. Ja, ich meine, kommt jetzt drauf an. Ich meine, er muss jetzt trotzdem den Moral jetzt verkacken. Er kann trotzdem verkacken. Ja, du bist schön. Erik, was hast du für ein Inni? Ich habe eine Intensive von. Wenn jetzt 7 kommt, raste ich aus. Raste aus? Obwohl, das wäre so typisch Hochelf. Ja. Was? Du hast 6? Oh, ich hab 7! Oh! Initiative von 6. Komm. Und zwar, Edler hat eine Initiative 7. Natürlich! Warum erwarte ich eigentlich irgendwas anderes als sowas? Ach, come on, Alter! Ist das dein scheiß Ernst jetzt? So, aber ich muss jetzt nur einen Angsttest schaffen, ne? Dumm, Alter. So, also. Das ist so dumm! Ja. Ja, ja. Gehen direkt über zu der Herausforderung. Mit einer 6 bestanden? Natürlich. Ich glaube, ich sollte wirklich anfangen, einfach mit einer Vampirfürstin. Das ist schon besser. Wie war das jetzt immer mit dem Schlag zuerst zu? Schlägt immer zuerst zu. Stärke, Inni oder KG höher? Inni. Inni. Ja. Ja. Toll. So. 30 Punkte für den Arsch. Ja. Kampfgeschick 6. Ja, gegen Kampfgeschick 6. Auf die 4. Alle 3 treffen. Jo. Stärke von 5. Widerstand von 4. Auf die 3. Ja. Los. Nein. Waren eine 6er Rüstung, eine 4er Rettung. Nee, warte mal. 6er Rettung. 4er Rettung. Passt. Ja, passt. 5 Attacken. Warte, fährt noch. Ach nee, das schlägt später zu. Ja, wollte ich gerade sagen. 5 Attacken. 5 Attacken. Zusätzliche Handwaffe. Mhm. Auf die 4. Einer. Das ist schon lächerlich. Ja. Stärke von? 5. Widerstand 3 auf die 2. Eine Verwundung. Ich habe schwere Rüstung, Schild, Ethylmaham, Spritten, Drachenhelm, Einserrüstung. Und mach uns den Space Marine. Nein, du musst es mal. Freie Rüstung. Geschafft. Mein Pferd schlägt zu. Auf die 5. Nein. Okay. Das ist ja wirklich so, ey. Ich hätte es erwarten müssen eigentlich.
weitermachen mit den anderen? Nö. Aber ich hätte auch gar keinen Bock mehr. Ach, Moritz. Ach, Moment! Dumm, würfel nochmal die 4 neu. Und dann Totentanz. Ach, stimmt. Das ist das. Nummer 2. Okay. Ich habe den Glücksstein dabei. Glücksstein. Darf ich einen Wurf wiederholen? Das ist, Erik hat durchgehend Glück und dann, oh, ich habe den Glücksstein. Oh. Aber eins. Ein Lebenspunkt verloren. Ja, aber das ist gelesen. Okay, also Rick. Wir gehen davon aus, dass... Ja, ja. Moritz, hey, wenigstens... Komm schon. Wenigstens safe. Ja, das auf jeden Fall. Also, die kommen jetzt in den so Moment. Oft, wie du mich platt gemacht hast. Ja, ja, ja. Es ist halt nur ärgerlich, wenn die ganze Woche die Würfel nicht funktionieren. Ja. Das ist halt ja echt scheiße. Ich kenn das. Ich kenn das. Gut, also. Dieses Spiel war halt so ein bisschen... Ja. Einseitig. Ja, macht nichts, jetzt kannst du ja mal den. Kannst du ja mit dem Gegner tun. Nein, ich hab blau und ich hab keinen. Und dann werde ich ja nicht zerlegt. Ich kenne dieses Problem nicht. Und okay, auch noch so, das war's. Ich nehme diese drei, um deinen zu kommen. Ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest. Tod und Mord gab's hier genug. Tschüss. Und auf bald. Ho, ho, ho. Man kennt die Davi, dass sie in einer Methalle friedlich beieinander sich zuprosten, derbe Sprüche durch den Raum werfen. Doch gelegentlich kommt es zu Momenten, wo eine ganz wichtige Frage im Raum plötzlich die Gemüter wirklich zum Kochen bringt. Sag mal, was findet ihr denn eigentlich besser? Armbrüste oder Musketen? Was?
Armbrüste natürlich! Nee, Moment! Nun ja, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Was in der Metalle passiert, bleibt in der Metalle. Das ist eine alte Zwergenweisheit. Doch wenn ihr wissen wollt, wie diese Schlägerei in der Metalle ausgegangen ist, dann fragt die Elfe. Sag mal, was findet ihr eigentlich besser? Armbrüste oder Musketen? Brüste! 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 Brüste!